Hey, guten Tag ihr Lieben, herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid zu diesem herrlichen Tag, der eigentlich alles hat, außer ein kleines bisschen Magie. Wo ist sie? Dieser Tag hat alles, Freude, Sonnenschein, gute Freunde, nette Kollegen, tolle Gespräche auf dem Flur, aber irgendwie fehlt mir diese kleine, dieses kleine bisschen was, diese Magie, die das Ganze nochmal auf einen komplett anderen Level erhöht. Und ich sag mal so, es gibt nur eine Möglichkeit für mich, dieses Etwas, dieses Besondere zu finden. Und zwar mit euch, dass ich einfach ein bisschen Zeit mit euch verbringe. Das ist für mich das Allerwichtigste. Das ist dieses kleine bisschen Magie, das ist dieses kleine Prieselchen Knoblauchpulver, das die Suppe des Lebens dann doch noch braucht. Und ja, das können wir natürlich tun. Wir können machen, was ihr wollt. Ja, also wir können ein bisschen quatschen, ein bisschen schnacken. Oder ihr erzählt so ein bisschen was von euch. Oder ihr sagt, was ihr so gelernt habt in den letzten Jahren. Mal so eine Dekade nochmal Revue passieren lassen. Oder wir spielen ein bisschen Magic. Und wir müssen nicht reden. Ne? Auch wenn ich mich natürlich gerne mit euch unterhalte. Larifari 90 zum Beispiel. Absolutes Prime-Mitglied dieser kleinen Streaming-Familie. Aber vielleicht wurden ja zu einem gewissen Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit auch Brettspiele erfunden, damit Menschen nicht mehr miteinander reden mussten. Weil man einfach gesagt hat, so, 800 nach Christus, ich würde sagen, wir haben alles gesagt, oder? Ist jetzt alles durch. Wir haben jede Geschichte schon mal erzählt. Und lass uns lieber ein Brettspiel spielen. Dann allerdings kam J.R.R. Tolkien und hat gesagt, Freunde, ich habe noch eine Geschichte, habe ich noch. Eine machen wir noch. Kleiner Typ mit blauem Schwert. Hat viele gute Ideen, kann Leute versteinern, hat einen Kumpel, der kann Raben, Motten. So, und alle haben gesagt, wow, da ist ja noch niemand draufgekommen. Wahnsinn, toll, unglaublich, Schmuckgeschichten, Ringgeschichten, Wahnsinn. Und jetzt nochmal 600 Jahre später, nach Tolkien, jetzt hat jemand diese Idee, oh, Brettspiel, oh, plus diese unglaubliche Fantasy-Welt, und hat sie mal einfach zusammen in einem Raum gelassen. Ja, ich sag mal, knick, knack. Hat sie einfach mal zusammen in einem dunklen, schlecht belüfteten Raum gelassen. Und dann entstand Magic the Gathering, the Ringening. The Lord of the Ringening. Und das, genau das spielen wir jetzt. Magic plus Herr der Ringe, plus ich, plus ihr, minus Skill, plus Spaß, Wurzel. Okay? Da sind wir heute. Darum geht's heute. So, lass uns kurz mal die Debatte aus dem Weg räumen. Wo soll die Kamera sein? Nein, nicht rechts. Nicht Mitte. Hier so vielleicht. Sowas in der Ecke. Ich glaube, da verdeckt es relativ wenig vom Spiel. Ansonsten natürlich verdeckt es überall was. Weil natürlich, klar, so ein Magic the Gathering-Spiel, das ist durchkomponiert. Da kann Kubrick sich noch eine Scheibe von abschneiden. Da ist wirklich jeder Quadratzentimeter perfekt komponiert. Da hat man quasi keinen Freiraum. Das ist absolut perfekt. Wir hatten uns, glaube ich, auf rechts oben geeinigt mal. Es gab da mal eine Abstimmung mit sehr geringer Wahlbeteiligung. Ich glaube, 2,4% der Zuschauer haben sich beteiligt an dieser Wahl. Aber die sich beteiligt haben an der Wahl, die waren sich sehr einig. Rechts oben soll passieren. Und naja, gut. Deswegen rechts oben findet hier statt. Ansonsten, falls ihr jetzt denkt, Herr der Ringe, ich kenne mich so fucking gut aus mit Herr der Ringe. Viel besser. Viel, viel besser als dieser kleine Padawan da. Dann habe ich noch eine kleine Programmempfehlung für euch. Und zwar die Herr der Ringe Trilogie von Peter Jackson. Könnt ihr euch anschauen auf verschiedenen Videoplattformen. Die ist sehr gut gelungen, meiner Meinung nach. Könnt ihr euch gerne anschauen. Eigentlich für jeden Herr der Ringe Fan ein guter Nachmittag auf jeden Fall. Oh, und ihr könnt natürlich am Freitag die alles mögliche Fights-Ausgabe Herr der Ringe anschauen. Hey, ja, da werden wir uns wieder in eifrigen Diskussionen quasi die Argumente um die Ohren werfen. Alles zum Thema der Herr der Ringe oder der Herr der Ringe. Oder wie spricht man es eigentlich aus? Könnte eine gute erste Frage sein. Wie spricht man den Titel eigentlich aus? Der Herr der Ringe? Der Herr der Ringe? Der Herr der Ringe? Der Herr der Ringe? All das wird diskutiert werden am Freitag. Seid live mit dabei. Es sei denn, ihr habt eine
unglaubliche, wichtige andere soziale Verpflichtung. Und ihr sagt, das geht nicht. Ich kann Rebecca jetzt nicht das fünfte Wochenende in Folge sitzen lassen. Die ersten vier Male hat sie meine Ausrede schon nicht geglaubt. Jetzt muss es passieren. Dann sage ich, gut, okay, wunderbar, seid ihr da befreit. Schreibt mir gerne einfach, ich schreibe euch da ein Attest, ein Ausredenattest, dass ihr da befreit seid. Und dann ist das auch kein Problem. Wir spielen Sealed, denn wir alle wissen, die wichtigen Dinge im Leben sind versiegelt. Man muss manchmal ein Siegel brechen, um an den Brief zu kommen, der einen wiederum einlädt zu einem Siegelbrech-Wochenende. Wo ihr hin... Also, wir spielen Sealed, ist ein Limited-Format und die Idee ist recht simpel. Man kriegt einige Booster-Packs, die man aufreißen kann. Die, glaube ich, werden sogar für einen direkt aufgerissen. Man kann da gar nicht so viel dagegen machen. Und aus den daraus entspringenden Karten baut man sich ein Deck zusammen, mit dem man dann Magic the Gathering spielt. Manche sagen, das Spiel beginnt jetzt schon bei der Zusammenstellung des Decks. Das ist eigentlich das Magic-Spiel, ja. Da gibt's natürlich, da streiten sich die Gelehrten seit Jahren und Jahrzehnten eine Diskussion, die bislang wenig erreicht hat. Saurons Geißel ist unsere erste Karte, die hier direkt ins Auge sticht. Da, ihr seht Pippin rechts auf dem Pferd. Nee, ich will auch mal die Zügel halten, ich will auch mal die Zügel halten. Und Gandalf sagt, Alter, wir verhandeln gerade mit fucking Saurons Mund, okay? Nee, ich bin ja der knappe Gondor, ich will auch mal... Fucking nervig. Sehr, sehr interessante, viel zu lange Szene im Film, meiner Meinung nach, aber muss sein. Bestimme einen Gegner. Sehr gut. Sehr mächtige Karte. Man kann sich den Gegner aussuchen, gegen den man das einsetzt. Er schaut sich die obersten vier Karten, deiner Bibliothek an und teilt sie auf einen verdeckten und einen aufgedeckten Haufen. Nimm einen Haufen auf deine Haufenhand und lege den Resthaufen Karten wieder zurück auf deinen Friedhofshaufen. Der Ring führt dich in Versuchung. Klassische... Glücksspiel. Klassisches Glücksspiel quasi. Der Gegner kann versuchen, einen zu foppen und dann stellt sich die Frage, ist man foppbar oder unfoppbar und all das wird sich dann nicht so wichtig. Flamme von Arnor. Sagt er nicht Flamme von Udun? Flame of Udun! Sagt er doch kurz bevor er getroffen wird von dem... Wer ist es denn jetzt Arnor? Ach Gott. Werden wir alles klären, wenn ich die Karte mit reinnehme. Ist eine klassische Gandalf-Karte, ist ja logisch. Drei Mana für bestimme eines. Falls du einen Zauberspruch kontrollierst, so wie du diesen Zauberspruch wirkst, kannst du stattdessen zwei bestimmen. Ein Spieler deiner Wahl zieht zwei Karten. Zerstöre ein Artefakt. Die Flamme von Arnor fügt einer Kreatur deiner Wahl 5 Schadenspunkte zu. Mittlerweile sage ich, Karten, die mehr als zwei Sätze haben, werden vorgetragen wie ein Poetry Slam. Einfach, um die Regelschreiber zu bestrafen. Man muss Karten auch knackig halten. Wenn nicht, müsst ihr das eben über euch ergehen lassen. Minas Tirith. Wie oft wurde der Gag gemacht, dass die Stadt aussieht wie ein Kuchen und man kriegt zum Geburtstag einen Kuchen, der so aussieht wie Minas Tirith, oder? Wie oft wurde dieser Gag schon gemacht? Ich glaube, als Kuchenbäcker in Minas Tirith hast du ein richtiges Problem, weil du hast nur zwei Motive, die Stadt selber und den Baum. Und das war's. Viel mehr passiert nicht. Eine Krone vielleicht. Minas Tirith kommt getappt ins Spiel. Es sei denn, du kontrollierst eine legendäre Kreatur. Ich sag mal so, wenn ich spiele, kontrolliere ich immer eine legendäre Kreatur, mich selbst. Dann tappe es, um ein weißes Mana zu erzeugen. Oder tappe es und verbrauche zwei Mana. Ziehe eine Karte, aktiviere diese Fähigkeit nur, falls du in diesem Zug mit zwei oder mehr Kreaturen Angriff machst. Nicht schlecht. Bruchtal. Hellsicht 2 für zwei Mana. Ja, die Elben haben es mit ihrer Hellsicht. Die schauen gerne in die Zukunft, weil sie wissen, dass sie bald untergehen werden. 3 Mana, 2-3. Lobelia, Sacka im Beutlin. Ich liebe diese Karte. Bedrohlich aufblitzend und wenn sie ins Spiel kommt, darfst du eine Karte aus dem Friedhof eines Gegners ins Exil schicken und dann kriegst du so viele Schatzspielsteine, wie diese Kreatur Stärke hatte. Also sie begeht Leichenschändung, da stirbt jemand, sie taucht auf und sie klaut sich das ganze Erbe. Ja, wollte ich nur mal kurz sagen, falls für alle, die nicht den Roman gelesen haben. Chagrat, der Beuteträger. Immer wenn er angreift, lege bis zu einer Ausrüstung deiner Wahl an ihn an, auch gegnerische. Wende Aufmarsch X an, wobei X gleich der Anzahl an Ausrüstungen ist.
die an Chakrat angelegt sind. Ja, also hat mich jetzt noch nicht so mega überzeugt. Also wir haben auf jeden Fall dreimal blau, wir haben zweimal rot, wir haben zweimal schwarz. Sehr ausgeglichen, sehr durchmischt. Da braucht es wohl einen geradezu brillanten Deckschmieden, der da aus diesem krummen Blech noch etwas Brauchbares hämmern kann. Legolas! Legolas Elbendeck? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Semikolon. Immer wenn du Hellsicht anwendest und falls Legolas getappt ist, kannst du ihn tappen. Tu dies nur einmal pro Zug. Wenn eine Kreatur, die einen Gegner kontrolliert, stirbt, lege eine 1-1-Marke auf Legolas. Ja, Arwen Undomiel. Immer wenn du Hellsicht anwendest, lege eine 1-1-Marke auf eine Kreatur deiner Wahl. Okay, Frodo. Solange Frodo dein Ringträger ist, muss er geblockt werden, falls möglich. Der alte Weidenmann. Sei nicht traurig, kleiner Weidenmann. Dass für dich nichts übrig bleiben kann. Ja, mal guck mal, ich hätte Bock auf ein Elbendeck. Speer aus Lothlorien. Kein Mensch sitzt so gemütlich auf einem Baum. Ich saß auch mal auf einem Baum. Das ist fucking ungemütlich. Und wenn er angreift, wende Hellsicht 1 an. Ein Bogen der Galadrim. Pfeilregen, 3 Mana, zerstöre ein Artefakt. Aber wir haben nicht diesen Zorn der Ents, ne? Es gibt immer so diese eine grüne Karte, die man unbedingt braucht. Haben wir nicht. Stattdessen, was sagen wir zu Blau? Wir haben Saruman der Weiße. Ork auf Marsch. Ja, Menelor, flinker Retter. Den Vogel mag ich auch gern. Blau gefällt mir. Blau-schwarz vielleicht. Lutz Farning. Ah, ja, der heißt. Deswegen heißt es Pferd Lutz. Bestimme eines, erzeuge ein. Ja, der ist so geil. Ein Gegner deiner Wahl übernimmt die Kontrolle über ein Pferd deiner Wahl, das du kontrollierst. Man kann seinem Gegner ein Pferd verkaufen, weil der in dem Roman, das die Regelautoren anscheinend gelesen haben, wir können ein Buch lesen, toll, hat der nämlich den Gefährten ein Pferd verkauft. Weiß haben wir ja echt wenig Auswahl. Wir haben nur Sam Weiß. Ja, aber Blau-Schwarz sieht für mich jetzt erstmal nicht so schlecht aus. Mit Saruman und Aufmarsch und so einem Kram. Und den Vögeln. Ja, gut. Haben wir Removal Spells. Hier haben wir einen Gollum. Naja. Kaum Removal Spells leider für Schwarz. Ein Nazgul, wir haben die Wurfmaschine aus Mordor. Oh, den finde ich so cool. Ich weiß nicht, ob ich es so cool finde, dass da Goblins auf dem Stein sind. Das ist mir ein bisschen zu albern für Herr der Ringe, um ehrlich zu sein. Das ist ein bisschen zu... Aber gut, hier trifft Magic Humor, da ist es klassisch, die Goblins sind immer todesmutig und fliegen immer selber durch die Gegend, aber also ich finde ehrlich gesagt, Herr der Ringe ist für mich ein etwas ehrwürdigeres Fantasy-Universum und da haben solche Albereien eigentlich keinen Platz. Also ich habe nicht gelacht, als ich Herr der Ringe gelesen habe. Mal gucken, was haben wir noch für doppelfarbige? Schwarz-Blau, Schwarz-Blau. Mild ein Spieler, wende dann Ork auf Marsch X an, wobei X gleich der Anzahl an Spontanzaubern, Hexereikarten im Friedhof jenes Spielers ist. Ja.
Mann, ey, schwarz ist oft als Farbe vertreten, aber ich finde die schwarzen Karten, die wir hatten, waren jetzt nicht so geil. Ich hätte fast Bock auf schwarz, blau, rot. Obwohl, die Karte ist eigentlich Quatsch, oder? Ist die Quatsch? Wie viel Ausrüstung gibt's in dem Set? Haben wir denn Mana-Fix? Wir haben den Terrassenhang im Auenland. Haben wir denn gute rote Karten? Die ist schon mal gut. Der ist gut. Ork-Kram. Boah, aber Rot finde ich jetzt auch nicht so überzeugend. Feuerspringer. Boah, ich finde die alle eher crap, muss ich ganz ehrlich sagen. Lass uns mal blau... blau-schwarz ausprobieren. Ich habe halt kein einziges Pferd, ne? Das ist ein riesiges Problem. Was nützt mir ein Pferdehändler, wenn ich kein Pferd habe? Kreatur erhält minus 3, minus 0 bis zum Ende des Zuges Ork auf Marsch 1. Die gefällt mir. Das könnte ein Doppel-Wombo-Kombo sein. Man gewinnt zwei Kämpfe, schwächt ein und stärkt seinen Token. Was soll der Typ eigentlich? Wenn er geblockt wird, erzeuge einen Schatzspielstein. Ist das so gut? Ich meine, gut, wenn er sich selber raustradet für einen Schatzspielstein, würde ich ihn nehmen, wenn da stünde, wenn er stirbt, erzeuge einen Schatzspielstein. Weiß ich gar nicht. 2x 2-1 ist nicht so... Ich nehme ihn natürlich rein, ich meine... Lutz muss rein. Ja, Hellsicht, das wird jetzt kein Elbendeck, ne? Würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen. Mild drei Karten. Will ich das? Isengards Verrat. Aus deinem Friedhof oben auf deine Bibliothek. Ugh. Und dann noch als Hexerei. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Menelor, ja. Nee, 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 nee. Das finde ich schon nicht schlecht. Was zur Hölle passiert da? Was geschieht hier? Betrachtet uns nun freundlichen Auges. Erblickt die Bäume des Neith von Lorien und frohlockt Haldir. Die haben die Hobbits verzaubert, die Elben, oder was? Und jetzt wird der Zauber wieder aufgelöst, oder wie? Ich muss echt mal diesen Comic lesen. Immer wenn du deinen zweiten Zauberspruch innerhalb desselben Zuges wirkst. Boah, weiß ich nicht. Ja, wohl Zauberspruch sind auch Kreaturen, ne? Boah. Boah, weiß ich nicht. Das ist alles Crap, leider einfach. Das ist wirklich leider alles Crap. Ja, das ist doch ordentlich. Ja, 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 ja. Die sind eigentlich auch geil. Wir haben Flieger. Wir haben Flieger und... Ja, 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 ja. Die will ich mal ausprobieren. Nazgul, geil. Den finde ich auch ganz cool eigentlich. Grond, die Ramme. Nehmen wir. Guck mal, da haben wir doch ein Deck. Kein gutes Deck, aber ein Deck. 13 Kreaturen. Saruman, der Weiße. Sei nicht traurig. Kleiner Saruman. Dass für dich nicht genug Spontanzauber übrig bleiben kann. Sei nicht traurig. Kleiner Saruman, dass für dich nichts übrig bleiben kann.
kann. Haben wir denn Card Draw eigentlich? Hellsicht, dann ziehe zwei Karten. Nee, komm, oder? Saruman? Weiß ich nicht. Passt der da rein? Oh, wir müssen noch die mehrfarbigen Karten mit reinnehmen. Die habe ich ja ganz verschlottert. Saurons Geißel. Saurons Mund. Okay. Okay. Ja, haben halt einfach überhaupt gar keine Removal Spells, ne? Das sind übrigens die, von denen man immer sagt, sie sind sehr gut in Limited. Wir haben außerdem keine Bombs. Das ist übrigens diese Art von Karten, wo man generell sagt, die sind sehr gut. Oh Mann, Lutz, come on. Brauchen wir Gollum? Ziehst eine Karte, verlierst einen Lebenspunkt. Ork auf Marsch 1. Eisvogel will ich eigentlich schon haben. Würfelmaschine aus Mordor. Flut der Bräunenfurt. Was kann ich rausnehmen? Auf der anderen Seite, wir haben nichts so Teures, ne? Brauchen wir überhaupt 17 Länder? Achtung! Achtung! Blasphemie-Alarm! Nö, ich nehme Land raus. Ich nehme Land raus. Für mich gelten keine Gesetze. Los geht's, Freunde. Ey, Lutz muss das carryen. Wirklich, Lutz. Ich meine, was macht der noch? Der Pferdeverkäufer. Ich meine, es ist ja eh das Paradox von Verkäufern, ne? Wenn du Pferdeverkäufer bist und du bist so ein guter Pferdeverkäufer, dass du alle deine Pferde verkaufst, hast du keine Pferde mehr und bist dann auch kein Pferdeverkäufer mehr. Also, du arbeitest an deiner eigenen Abschaffung quasi. Wenn Lutz so gut ist, dass er alle seine Pferde verkauft, hat er nichts mehr. Und was ist er dann? Dann ist er nur noch ein Räuber. Also, das ist auch eine Geschichte von seinem eigenen Erfolg aufgefressen, in gewisser Weise. Also ganz, ganz spannend, was dieser Tolkien da alles reingelegt hat. Für mich ist es ein literarisches Genie. Muss ich wirklich sagen. Für mich ist es ein literarisches Genie, das so nicht mehr übertroffen wurde, außer vielleicht noch von Gunnar Krupp. Aber darüber hinaus nicht mehr. Warte mal. Nee, man will erst Kreaturen haben, ne? Gerade Flieger, die halt die ganze Zeit. Pensionär. Ja, kann sein. Kann sein. Obwohl, hier hat er noch ein Pferd, ne? Und er wirft Münzen in die Luft vor einem Mond. Ich meine, ich weiß nicht, ob man einem Händler so vertrauen würde. Vor allem, wenn du handelst, steck dein Messer weg, Lutz. Also, ich bin kein Experte. Ich habe einmal... Ich bin der schlechteste Händler der Welt. Also, sowas wie Feilschen oder so kann ich gar nicht. Ich habe nur einmal ein Fahrrad gekauft. Da wollte der andere handeln. Und ich habe einfach gesagt, nee, ich zahle einfach den Preis. Und der so, naja, aber hier, guck mal, das Fahrrad. Das ist doch wunderbar. Und ich so, ja, ich zahle einfach den vereinbarten Preis. Der wollte direkt defensiv meinen Handelsversuch abblocken und ich habe gar nicht versucht zu handeln. Ah, hier kann man das aufessen, ne? Oh, Crébin. Crébin. Le Crébin de la... Auf Blitzern bedrohlich können wir noch einsetzen oder Sponsor, aber wir haben einige Möglichkeiten hier noch mit dieser Situation umzugehen. Kann von höherer Stärke nicht geblockt werden, war die alte Spielerei beim Thema. Tja, wie machen wir das jetzt? Kreatur, damit totblocken. Ich greife an. Hier. Ähm.
legendäre Kreatur. Habe ich ja automatisch mit Ringträgern, ne? Ach komm, einen esse ich noch. Einen noch. Einen esse ich jetzt noch. Ja, okay, jetzt gut. Jetzt, wenn man einmal in der Küche ist. Ich sag's euch, aktuell ist es für mich eine absolute Foltersituation. Die Küche hier in der Redaktion ist voller Snacks. Und ich habe einfach keine Selbstbeherrschung. Und ich versuche, den ganzen Tag suche ich nur Ausreden, um irgendwie mir Snacks zu holen. Wenn wir Gollum uns holen, dann könnte ich noch Lobelia spielen. Auf der anderen Seite, wenn die stirbt, wird es zu einer 3-3. Dann kann hier nichts mehr passieren. Ja, gut. Oh, wie mache ich das jetzt? Ich glaube, er hat Late Game. Ich glaube, ich muss ballern. Wenn er jetzt in der 4... Oh, fuck, ey. Ist nicht so gut, die Situation. Spiel verlässt, führe in Versuchung. Was ist das hier? Fügt einem Gegner Schaden zu. Okay. Ich kaufe deswegen erst gar keine Snacks. Ich schaufel die sonst weg. Ey, David, ich verstehe hundertprozentig, was du meinst. Und das ist genau das Problem, wenn du in einer Umgebung bist, wo du die Snack-Logistik nicht selber unter Kontrolle hast. Sondern wenn es plötzlich heißt, ey, wir haben hier von der Sendung haben wir noch irgendwie 4 Kilo Snacks übrig. Und, ja, und du denkst dir einfach, okay, das ist mein Untergang. Das ist einfach mein Untergang. So, die Frage, hat er einen Spontanzauber, mit dem er... Ja, oder will ich... Gollum... das jetzt einfach mal. Ah, das Overlay funktioniert. Desan von Yate. Das freut mich zu hören. Ja, auf Twitch könnt ihr tatsächlich über die Karten havern und sie euch angucken. Freut mich, das mitzubekommen, dass das auch technisch klappt. Weil ich da immer einen Großteil meiner Freizeit reinstecke, dieses Interface zu konfigurieren. Und mit konfigurieren meine ich, es zu deinstallieren und dann wieder neu zu installieren. Brandfackel. Im Gegensatz zu den anderen Fackeln, zu den Kältefackeln. 3-1-2-1. Ich glaube, ich spiele mal den aus, damit, wenn Gollum stirbt, ich den Ring weitergeben kann an jemanden. So, jetzt bin ich gespannt, weil jetzt schauen wir uns Saurons Geißel an. Wenn ich den jetzt blocke und es entsteht eine Armee, darf er dann den Ring weitergeben an die Armee? Was triggert als erstes? Ringvergabe oder...
oder dass die Armee entsteht. Wir schauen es uns einfach mal an. Ah, erst entsteht die... Ah, aber Ring dürfte er anscheinend nicht weitergeben. Ring dürfte er anscheinend nicht weitergeben. So, jetzt schauen wir uns das Saurons Geisel an. Und jetzt muss der Gegner schlau sein. Fast so schlau wie Klesk, der sich für einen Prime Sub entschieden hat. Sehr gute Entscheidung. Peitsche und ein Land oder zwei? Hm, schwer. Was nehme ich? Ha, nehme ich die Überraschungskiste oder nehme ich den Removal Spell? Ich bin vernünftig. Ah, geil! Was wäre es gewesen? Menelor? Oh, ich glaube, da war er schlau. Ich glaube, da war er schlau. So, 2, 4, 6, wir haben mehr als genug. Mana für bezahle 4. Wähle es als Ziel. Peng. Ah, ob ich das Land überhaupt hätte ausspielen sollen, ist die Frage, ne? Hm, weiß man nicht. Immer wenn eine Armee angreift, die du kontrollierst. Ja, spielen wir doch auch aus. Können wir vielleicht sogar auch opfern für Golem. Wenn der Ringträger stirbt, kannst du doch auch nicht einen neuen Ringträger bestimmen. Das ist vollkommen korrekt. Das wäre echt recht. Du kannst immer nur, wenn du verführt wirst, einen neuen Ringträger bestimmen. Lebenspunkte verlieren? Bin ich dabei. Was ist jetzt die beste Möglichkeit? Erstmal noch angreifen. Warum Zug beenden? Warum Zug beenden? Ich kann... Warum darf ich nicht angreifen? Schwierig. Schwierig, schwierig. Immer wenn du eine Karte aus Kreatur aus deinem Ringträger bestimmst, kannst du 2 Lebenspunkte bezahlen, falls du dies tust, eine Karte. Ne. Spannend, das hat er jetzt... Warum hat er das nach dem Kampf gemacht? Ist das ein genialer Plan oder... Oder nicht? Ich glaube, ich hole mir aber Gollum, ne? Langsam wird's haarig mit dem... Mit der Armee. Der Vogel hat den Ring! Boah, was für ein Twist. Mach das hier. Obwohl, das ist schon nicht... Ich finde das okay. Kann man so machen. Kann man so machen. Mein Spezialer ist Bruchtal und ich kann Hellsicht 2. Ja, machen wir schon, oder? Ah, ich darf nicht zu viel Schaden kriegen. Das ist schlecht. Oh, der ist schon so weit mit seinem Ring. Au, au, au. Okay, das tut weh. Das ist richtig bitter. Tja, mit der Armee kann ich dann aber leider nicht mehr Gollum herbeirufen. Aber so überlebe ich auf jeden Fall den Zug noch. Weil das passiert ja nur, wenn er Kampfschaden zufügt. Sprich, wenn er 0 Angriff hat, fügt er auch keinen Kampfschaden zu.
Frage ist doch, hält der Vogel den Ring in der Kralle oder ist es direkt am Bein fest? Gute Frage, was muss ein Vogel machen, damit er den Effekt des Ringes einsetzen kann? Also, wenn jetzt ein Vogel den Ring über dem Hals hat, wird er dann unsichtbar? Oder was bedeutet es, einen Ring anzulegen für einen Vogel? Was bedeutet das? Gute Frage, finde ich. Sehr gute Frage. Auf der anderen Seite heißt es ja auch, dass der Ring sich von der Größe her seinem Träger anpasst. Ne? Man sieht es ja, wenn der in der Isildurs Hand kleiner wird, weil Sauron größere Finger hat. Natürlich hat Sauron größere Finger, klar. Und das heißt, eigentlich, wenn eine Krähe den Ring hat, müsste der Ring ganz winzig klein werden, sodass die Krähe sich den über den Finger stecken kann. Eigentlich müsste das dann so funktionieren. Dann ist der Ring halt ganz klein. Das ist okay. Das ist ja dem Ring egal. Der Ring kennt ja keine Größe. Der Ring bewertet ja nur nach innerer Größe. Versteht ihr? Das ist ja die Idee. Das ist ja genau die Idee, die zerstört werden soll. Das ist ja Tolkiens Aussage, ne? Also, ne, wenn man sich da mal tief reinarbeitet, man merkt erst, was das überhaupt für ein tiefsinniges Werk ist, ne? Ring auf die Kralle einer Maus machen und dann die Maus einstecken. Ja. Weiß nicht ganz genau, worauf du hinaus willst, aber gute Idee. Aber ich finde, das sind so Ideen, die hätten bei Elronds Rat diskutiert werden können. Entschuldigung, also wir können ja auch den Ring einer Maus geben, dann wird ja der ganz klein und dann können wir, die Maus einstecken, weil dann der Ring ganz, ganz klein ist. Ja, danke an Glomp, dem Weggefährten von Gimli. Danke für deinen Input. Das Problem ist aber gar nicht, dass der Ring so groß ist, ne? Das ist ja sogar fast so ein bisschen das... Boah, so viel für so einen kleinen Ring. Wie, er greift nicht an? Ja, shit, weil ich habe auch keinen Friedhof, ne? Das ist schlecht. Ist das was? Wie machen wir das jetzt? Das Ding ist, ich glaube, ich kann angreifen, weil ich glaube, er wird mich nicht blocken. Das heißt, ich kann jede Runde 3 Schaden machen. Wie kriege ich es jetzt aber hin, dass ich nicht genauso viel Schaden kassiere? Als Blocker ist das ein 3-3. Was ist besser? Vogel und dann mit beiden blocken? Oder das hier und nur 3 Schaden nehmen und er muss sich immer überlegen? Ich finde das fast besser. Ich finde das fast besser. Also krieg... Bestenfalls er kriegt 5 Schaden pro Runde, ich krieg 1 Schaden pro Runde. Schicke eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus dem Friedhof eines Gegners. Fuck. Ich glaube, der ist gut. Ich kann blocken, kann Ringträger werden und ich könnte damit Grond
ermächtigen. Ja gut, die ist schon ein bisschen, die ist schon ein bisschen speziell, ne? Weil in welchem Zug 3 hat der Gegner denn eine Kreatur im Friedhof, die dann auch noch hohe Stärke hat und so? Na gut. Aber die finde ich echt gar nicht gut, weil du musst ja immer irgendwie 3 Mana offen halten, in der Hoffnung, dass eine Kreaturenkarte in den Friedhof gelegt wird. So, wir könnten den opfern und ausspielen für 3 Mana insgesamt. Ich glaube, ist auch eine gute Möglichkeit. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Ach Gott, ihr mit euren fucking Waffen. Hab ich nicht diesen? Nee. Der war schwarz-rot, ne? Der Dieb. Ah, jetzt hat er sich entschlossen, sein... Aber was ist das Problem an Ausrüstungskarten? Man braucht eben auch Kreaturen. Und wenn man den nicht hat, dann passiert auch nichts. Und wenn man den nicht hat, dann passiert auch nichts. Saurons Mund. Ja, wo ist Frodo? Wo ist Frodo? Gleich der Anzahl an Spontanzaubern Hexereikarten. Mindestens 2. Und Grond im nächsten Zug. Artefakte haben ja keine Summoning Sickness. Kreaturen aber schon. Das heißt, in dem Moment, in dem dieses Artefakt zu einer Kreatur wird, checkt der, oh, ich wurde erst in diesem Spielzug ausgespielt und kann nicht angreifen. Also was ist besser? Erst Sauron? Ja, eigentlich erst Grond. Weil dann kann ich im nächsten Zug angreifen und es kann ja sein, dass mein Gegner noch ein paar weitere Zauber spielt in der Zwischenzeit. Dann wird die Armee durch Saurons Mund stärker. Gibt's Fahrzeuge im Herr der Ringe-Set? Ja, Grond. Grond, 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 Grond. Leute, wir sind 4 Wochen aus Mordor hermarschiert. Da ist uns nichts, kein besserer Schlachtgesang als Grond eingefallen. Ich fände es geil, wenn die Orks so eine richtig elaborierte Hymne gehabt hätten, als Grond kommt. Und die wirklich so, Grond, du bist der Beste, reiß die Mauer ein, Grond, du, oder halt irgend sowas Cooles. Und dann so mit verschiedenen Stimmen. Aber gut, ich habe eh viel mit an den Filmen auszusetzen. Also ich finde die wirklich streckenweise echt unerträglich. Oh, ich habe eine Mate im Kühlschrank. Oh, oh. Oh, oh, Kettenhemd. Wow, da steckt manchmal mehr in Eliseats drin, als das Auge vermuten mag. Buchverfilmungen funktionieren nicht. Wenn du wüsstest, wie viele deiner Lieblingsfilme Buchverfilmungen sind. Das weiß man ja oft nicht, ne? Es ist ja nicht immer so X-Men oder so. Aber viele gute Filme sind tatsächlich Buchverfilmungen, obwohl man das gar nicht weiß. Oft sind es auch einfach nur irgendwie lustige Taschenbücher. Ey, Catch Me If You Can war ein ziemlich guter Film, oder? Ja, schon mal lustiges Taschenbuch Nummer 428 gelesen. Da ist exakt die gleiche Geschichte mit Donald Duck auf Seite 2. So, weiß man nämlich oft nicht, woran sich die Leute orientieren. There Will Be Blood, Paul Thomas Anderson, ganz fantastischer Film, lange Zeit mein Lieblingsfilm gewesen. Auch eine Buchverfilmung. Weiß man aber gar nicht so sehr, ne? Das ist das Problem. Oh, da kommt der Ring, fang ihn, schnapp ihn! Oder doch nicht. Geist der Totensümpfe. Alter, so bin ich im Sommer, ohne Witz. Rein in den Pool. Und von wegen Schwimmen und so. Nee, das bin ich im Pool einfach. Immer genau schön den Visageumriss außerhalb des Wassers. Dass der Rest ist im Wasser und einfach liegen. Das bin ich. Herr der Ringe war doch okay. Nee, weiß ich nicht. Irgendwie. Weiß ich nicht. Hat mir der nie gefallen. Irgendwie. Weiß ich. Da ging es nur um diese
Immer nur er sagt das und dann der sagt das und dann Bilbo Beutlin, Gandalf, Bilbo, die, hin und her und irgendwie alle immer nur so, ich bin der Abgesandte von Kululien und du kommst aus Kurunusien und ich denke mir so, was, Alter, soll ich jetzt Erdkunde machen oder was? Nervt das. Okay, pass auf, können wir uns das jemals leisten? Ja, auf jeden Fall. Das Buch war auch schrecklich, sehr schlimm. Boah, das Buch war so langweilig, wirklich. Das Buch war so langweilig. Du bestimmst davon eine Nichtlandkarte. Der Spieler wirft die bestimmte ab. Ja, was soll ich jetzt machen? Achso, ich kann noch drauf reagieren. Nichtlandkarte. Leute, ich meine das nicht ernst. Ich sehe schon, wie Leute... wie Leute da gar keinen Spaß verstehen. Wer ist dran gerade? Wer ist dran? Ah ja. Ich bin dran. Ringträger. Joa. Joa. So, jetzt pass auf. Minus 3, minus 0. In Kombination mit Sackheim Beutlin. Eins, vier. Ist eigentlich ganz okay, ne? Kann den blocken. Ja, gut. Ah, der wird höchstwahrscheinlich, eine Kreatur mit, eine Kreatur ausspielen. Oder ein anderer Mensch. Eine gute Kombination mit den Botentäuschen. Ah, es war kein Mensch. Kein Mensch. Elefant. Boah, Lobelia ist schon sehr schwer einzusetzen, finde ich. Ziehe drei Karten, den Boten täuschen. Warum sollte ich den Boten täuschen wollen? Warum? Ich check's nicht. Ich habe nichts gegen den Boten. Gar nichts. Das ist ein absolut botenfreundlicher Stream. Ich habe nichts, gar nichts einzuwenden gegen Boten. Null, wirklich gar nicht. Wie viel Stärke kriegen wir denn zusammen? Eins, zwei, drei, vier. Gefahr, Feuer, Feinde. Vier Schadenspunkte. Bitter. Eine ganz bittere Angelegenheit. Ach, alle? Oh, go. Ich liebe diesen Soundeffekt. Manchmal spiele ich nur für diesen Soundeffekt Magic. Nur für dieses. Stark! Oh, gib ihm Lebensverknüpfung. Mit null Stärke. Naja. Meistens passiert in Magic halt dann doch gar nichts, ne? So ist es nämlich unser Lieblingsgame.
Oft passiert nichts. Oft passiert gar nichts in unserem Lieblingsgame. Muss ich jetzt schon langsam machen, glaube ich. Schauen wir mal. Starker Zug. Starker Zug, mein Freund. Oh, bin ein Trolljung. 7 Mana. Jetzt müssen wir mal was raushauen. Ich hab halt immer noch kein Pferd, ey. Fuck. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt einfach so viel raushauen, wie es geht. Ich meine, das sind ja alles keine Schwachkreaturen, ne? Die sind ja alle schon okay. Aber der Gegner hat halt stärkere Kreaturen. Welcher Film ist jetzt dein Lieblingsfilm, wenn nicht mehr There Will Be Blood auf 1 ist? Star Wars Episode 8. Den Film fand ich brillant. Drei, sechs, der ballert die halt alle kaputt. Ich meine, Gollum, Lobelia, Sackheim, Beutlin und ein Vogel kämpfen gemeinsam gegen den Höhlentroll von Khazad Dûm. Oh oh. Oh oh. Ja, ist ein Deck ohne Removal Spell überhaupt noch ein Deck, frag ich mich. Yes! Der ist natürlich jetzt ganz geil. Ja, warte, ich mach das. Das ist natürlich eine super Combo hier. Weil Gollum selber natürlich auch immer legendär ist, ne? Ist ein legendärer Typ. Den Film würde ich gerne sehen. Hey, David, schau dir gerne... Ich glaube, Star Wars Episode 8 ist weitestgehend verfügbar. Schau ihn dir gerne an. Ey, wenn du glaubst, dass mir irgendwas an meinen Kreaturen liegt, vergiss es. Ich bin bereit, die alle zu opfern. Alle. Alle. Meneledor! Ja, Mann, Meneledor! Nö. Mache ich das jetzt einfach immer? Ja, eigentlich schon, ne? Ich glaube nicht, dass ich die ausspiele, weil die Chancen stehen nicht schlecht, dass der nochmal zu einem Ringträger wird. Chris Phoenix, vielen Dank für deinen Prime-Sub, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Wir spielen Magic und diskutieren über Magic, weil wir Magic lieben. Weil wir Magic lieben. Weil es das schönste Spiel ist, das wir spielen. Weil es so ein schönes... Ach, weil ich gar keine Kreaturen hatte, fragt er mich gar nicht, ob ich Kreaturen opfern möchte. Spannend. Spannend. Ganz, ganz spannende Entwicklung. So, Freunde. Das ist hier aber echt ein Blutbad. Oh nein!
Nein, sag mir nicht, der Goblin Feuerspringer. Let's go, Goblin Feuerspringer. Stark, wäre schlauer gewesen, den anderen zu blocken. So große Krüge gibt's hier? Das heißt, Hobbits leben wirklich in einer komplett eigenständigen Welt, die auch gar nicht mit Gegenständen aus der anderen Welt in Berührung kommen, ne? Wenn die noch nie einen Menschenkrug gesehen haben. Da gibt's gar keinen Handel bei Hobbits oder so. Dass die mal sagen so, ey, hier kommt der Händler, der verkauft mir ein Fahrrad und dann so ein Hobbit auf einem riesigen Fahrrad oder so. Das hätte man mal reinschneiden sollen, finde ich. Also ich finde, bei der Ringe irgendwie, das ist alles so zäh irgendwie. Da hätte man auch mal so eine witzige, keine Ahnung, dass dann jemand irgendwie so einer von den Hobbits irgendwie, ja, ich bereite mich auf den Bookberry-Marathon vor und braucht dann irgendwie so ein Laufband oder so. Aber dann der Händler ist ein Menschenhändler und dann hat er so ein viel zu großes Laufrad und dann, ja, versteht ihr? Sowas halt. Mein Gott, ist doch nicht so schwer. Schreibt doch euren eigenen Film. Die Leute hier, nee, Star Wars Episode 8 ist nicht gut. Schreibt doch deinen eigenen Film, ist nicht so schwer. Also wirklich, ich check nicht, warum Leute immer so, ja, der Film hat mir nicht gefallen. Ja, dann schreibt ihr einen eigenen Film. Ist doch kein Problem. Du brauchst einfach nur einen Artikel. Sagen wir mal, das. Und dann brauchst du irgendein Wort. Sagen wir mal, Treppenhaus. Zack, Film, das Treppenhaus. Ja, es ist eine Treppe, die in einem Haus wohnt. Und ständig kommen Leute und wollen ihr irgendwie ein Geländer verkaufen. Aber die Treppe sagt, nein, ich brauche kein Geländer. So, halt irgendwas. Sowas in der, ich verstehe schon, was ich meine. Halt irgendwie sowas in der Richtung. Weil wenn du mal mit so einer Idee anfängst, dann schreibt sich das ja von selbst. Du musst ja dann nicht mehr viel machen. Nee, Nimrodel! Nicht Nimrodel, doch! Nimrodel, Alter, Nimrodel ist so fucking gut bewacht. Wer auch immer da Wachposten ist, huhu! Hallo, 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 hallo. Wenn der Ork aufmarsch. Immer wenn ein Ork angreift, das ist kein Ork. Ist das schlau oder soll ich erst den Vogel generieren, damit der Vogel Ringträger wird? Wäre auch wahrscheinlich relativ schlau gewesen, dass der Vogel Ringträger wird, ne? Weil eigentlich wäre es ja super realistisch gewesen, wenn man einfach eine Taube in den Ring gegeben hätte und die Taube... Ah ja, mit dem muss man angreifen, bei Grond muss man nur eine Armee haben. Harben. Ich meine, wenn er keine Kreatur spielt, ist die natürlich besser, weil ich dann relativ... Nee, das ist besser. Genau, Freitag, große, alles mögliche Fights, Herr-der-Ringe-Edition, wo wir über viele verschiedene Fragen aus dem Herr-der-Ringe-Universum diskutieren. Unter anderem unbeantwortete Fragen wie... Was ist Lembas? Pitche dein eigenes Lembas-Rezept, sowas halt, so klassische Sachen. Wir greifen dann mit einem Vierer an, ne? Das ist nicht so schlecht. Und den Geist wird er wahrscheinlich auch nicht blocken. Gollum. Ja, der Gollum, da haben wir ja immer diese Combo mit dem Geist, ne? Wie sieht denn der nächste Zug aus? Spielen wir Saurons Mund als nächsten Zug? Oder spielen wir lieber Gollum? Die Riesenfähigkeit wie eine Hexerei. Ja, wir würden ein Mana sparen. Das heißt, wir könnten im nächsten Zug, wenn wir ein Land ziehen... Ich glaube, ich mache das. Verliere ich zwar meinen Ringträger, aber der erste Effekt vom Ring ist eh nicht so... Ah, schwierig. Führt der Ring nicht in Versuchung? 4...
Haben wir einen 5-5er Ringträger? Könnten wir schon was austauschen. Oder der noch? Was ist denn jetzt hier besser? Ich glaube, das ist nicht schlecht, oder? Und von Gondor. Der Anzahl an Menschen ist. Okay. So, wie viele... Okay. Soll ich überhaupt noch ein Land ausspielen, ist die Frage. Ja, klar, wegen Saurons Mund. Schon die beste Idee, glaube ich. Ich meine, ja, weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, weil er erzeugt jetzt halt einfach. Ich hör nix. Ey, Leute, echt ein bisschen aufpassen. Ich bin heute eh so ein bisschen nervös. Weil eigentlich sollte es heute einen Probealarm geben. Hier in der Firma. Und dann kam aber die geniale Nachricht. Und ich glaube, keine Nachricht sorgt für so viel Verwirrung wie die folgende. Leute, der Probealarm wurde abgesagt. Also, ab jetzt... Und jetzt die Frage, ist es überhaupt taktisch klug, den Leuten zu sagen, dass ein Probealarm abgesagt wurde? Weil ab jetzt muss man sozusagen wieder den Alarm ernst nehmen. Aber manche wussten überhaupt nichts davon, dass es einen Probealarm geben wird. Deswegen dachten sie, es gab einen Probealarm. Das heißt, die hätten ohnehin den Alarm schon ernst genommen, wenn niemand was gesagt hätte. Aber so... Ich erzeuge Menschen mit dem Horn von Gondor. Kannst du nichts machen. Ach so, es kann auch sein, dass der Null erzeugt, wenn er gar keine Menschen hat. Verstehe. Das heißt, dieses Horn von Gondor läuft Gefahr, dass ihm komplett die Luft ausgeht, wenn man gar keine Menschen hat. Jetzt ist die Frage, will ich einen Ringträger haben? Gar nicht unbedingt. Wow, Saurons Mund gegen Saurons Mund. Schade, dass das gar nicht im Film vorkam. Ich glaube, im Buch gibt es die Szene, wo sie an den Toren Mordors ankommen. Und dann denken sie so, okay, fuck, was kommt jetzt? Kommt jetzt irgendwie hier Sauron höchstpersönlich oder was? Wer kommt dann? Dann geht das Tor so ganz langsam auf. Und dann kommt so dieser weirde Typ auf dem Pferd. Und dann, ich bin die Stimme Gondor. Entschuldigung. Mach das Tor nochmal zu. Fuck, sorry, scheiße. Mach das Tor nochmal zu. Ich komm nochmal raus. Tor nochmal zu. Und dann die Trolle wieder. Und dann machen sie das Tor wieder zu. Und dann, okay, jetzt nochmal. Und dann geht das Tor wieder auf und er sagt, ich bin die Stimme Saurons. So, und dann sagt aber einer, man hört Aragorn von hinter sich eine Stimme. Du wagst es, für den Herrn zu sprechen. Und dann dreht sich Aragorn so um und dann steht Saurons Mund hinter ihm. Die hatten die ganze Zeit Saurons Mund auch dabei. So, und dann hieß es nämlich, du bist nicht der echte Saurons Mund, du sprichst gar nicht. Und dann sagen die so, woher willst du wissen, dass du der echte Saurons Mund bist, dass du für ihn sprichst, für den Herrscher, Meister oder so. Und dann sagt er, dann sag was, das nur Sauron wissen kann. Ja, keine Ahnung. Wie,
das ist das Bruttoinlandsprodukt von Mordor für dieses Jahr. Keine Ahnung, weiß ich nicht. So, und dann, keine Ahnung, kamen da irgendwie Lieder dazwischen und so und ein Rezept, halt irgendwie Quatsch. Und dann sagen die, komm, dann lass uns kämpfen und dann kämpfen die gegeneinander, Saurons Mund gegen Mund. Und wie es ausgeht, weiß ich nicht. Ich habe dann irgendwann aufgehört zu lesen, Power Ranger geschaut. Ich fand Herr der Ringe irgendwie schon immer ein bisschen langweilig. Oh, guck mal, Kuchen! Oh, Sahne mit Himbeeren! Oh, das sind Himbeeren. Interessant, kenne ich so gar nicht, Sahne mit Himbeeren. Ich kenne nur Sahne mit Erdbeeren. Sahne-Himbeer-Kombo ist mir jetzt gar nicht so bekannt. Leute, ihr wisst, dass ich die ganze Zeit eine Mate im Eisfach habe, ne? Also die Situation, die Lage spitzt sich zu. Was ist das denn hier? Nazgul. Frodo Beutlin? Nazgul 2-3 Ringträger. Oder willst du erstmal so einen Vogel? Ich glaube, ich will einen Vogel. Oh fuck, er muss geblockt werden. Oh shit. Oh shit, wie dumm. Oh, wie richtig dumm. Oh nein, du musst einfach nur angreifen, oder? Weil ich muss ihn blocken mit dem Vogel. Nein, 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 das hättest du dir sparen können. Okay, egal. Wir tun so, als wäre das nicht... als wäre das nicht passiert. Er muss geblockt werden. Spannende Szene natürlich. Ganz, ganz interessante Szene, wenn jetzt Frodo gegen den Nazgul kämpfen muss. Wir schauen mal, wie diese Situation ausgeht. Was passiert bei The Ring Tempts You? Erstmal darfst du eine deiner Kreaturen zu einem Ringträger machen. Die ausgewählte Kreatur hat dann diesen großen goldenen Kreis um sich rum. Zweitens kriegst du ein Emblem, wo die Fähigkeiten des Rings beschrieben werden. Und wenn das erste Mal passiert, dann hat der Ringträger die Fähigkeit, dass er legendär ist und von Kreaturen mit größerer Stärke nicht geblockt werden kann. Und je häufiger der Ring dich temptet, desto mehr Fähigkeiten kriegt der Ringträger dazu. Es kriegt jedes Mal wird eine neue Fähigkeit freigeschaltet und jedes Mal, wenn dich der Ring temptet, dann kannst du auch einen neuen Ringträger bestimmen. Ringträger sind eher so die, die so heimlich an den Gegnern vorbeilaufen und Schaden machen, so ein bisschen räubermäßig oder diebmäßig, und können nicht geblockt werden mit Kreaturen mit einer höheren Stärke. Das heißt, Frodo zum Beispiel, Stärke 1, kann nicht geblockt werden von dem Uruk-hai-Berserker, weil er eine höhere Stärke hat. Und jetzt kriegt er noch lauter Bonuseffekte, kann Karten auswählen und so. Versteht, was ich meine. Immer wenn eine Armee angreift, nicht immer wenn ein Ork angreift. Grondel könnte schon eine Kreatur sein. Auf der anderen Seite habe ich auch Bock auf böses Ende, weil ich da zwei Karten ziehe. Ich bin schon so richtig ganz tief im Schwarz drin. Ich will meine Kreaturen lieber opfern, als irgendwas Sinnvolles mit denen zu machen. Aber die Karte ist schon nicht schlecht. Soll ich angreifen? Greife ich nicht an. Ich glaube, er wird nicht blocken. Mit der Kreatur kann ich aber auch nicht angreifen, um das zu steigern. Das heißt, ich würde die dann blocken. Ich glaube, ich greife an, ja. Boah, das ist ja furchtbar. Die will ich alle nicht abwerfen. Aber ich glaube,
Gleich werf die Insel ab. Ich bin optimistisch, dass ich noch eine ziehe. Wenn du deinen Ringträger opferst, ziehst du sogar 3 Karten. Ja, ich meine 3 bei legendäre Kreatur. Ja, mach ich. Während der schwarze Herrscher überlegte, welche seiner willigen Diener er opfern sollte, hörte er fröhliche Banjo-Musik. Oh, Aragorn! Ja, haben wir doch alles besprochen. Ist doch klar wie Kloßbrühe. Kann es sein, dass Frodo ein guter Ringträger ist? Soll ich den opfern für 2 Karten? Ich glaube, ich opfer ihn. Oh, ist das böse, ey. Ich glaube, ich mache das. Weil ich glaube, dass ich brauche jetzt schnell Kram. Boah, das wird nichts mehr. Alter, sind die brutal. Na gut, hätte ich eh gezogen. Na gut. 2 Spontanzauber. Nee, okay. Ich meine, Überlebenspunkte kriege ich den jetzt eh nicht mehr kaputt. Ich würde schon gern angreifen für den... Ah, passt schon, passt schon, passt schon. Vielleicht kommen wir da irgendwie wieder raus. Geht schon. Gibt es in dem Set auch Planeswalker? Nein, tatsächlich nicht. Also, mir ist zumindest keiner bekannt. Alter, wie krass ist denn Frodo, der immer geblockt werden muss? Nochmal bitte? Warum geht das nicht? Ah, wegen dem Ring. Das heißt, er kann auch gar nicht geblockt werden, oder was? Okay, und damit ist dann die Beschränkung aufgehoben. Oh, ich glaube, da hat er sich selber ein bisschen verheddert, oder? Kann es sein? Weil ich, einerseits muss ich Frodo blocken, andererseits kann ich ihn nicht blocken. Und das ist Magic. Das ist Magic. So, will ich mehr Karten ziehen? 5 Mana. Auf der anderen Seite, ich habe jetzt auch keine gute Möglichkeit, mehr Ringträger zu werden, ne? Soll ich das ausspielen? Soll ich das Land ausspielen? Nee. Okay, mach ich nicht. Vier, drei. Und Menace. Okay, er hat ganz viel Speisekram. Aber mal gucken. Mal gucken, ob ich ihn noch rauskegeln kann. Ja, er hat halt auch mit seinen ganzen
Aber er hat noch nicht das Ultimate. So, der Zug muss jetzt wirklich gut werden. So, wir haben 6 Mana. Ich glaube, ich muss Frodo loswerden. Mit Lobelia und der Armee zusammen. Ich glaube, so kriege ich ihn los. Ist zwar dumm, nicht anzugreifen, aber sobald er Stärke 5 hat, kann er nicht mehr den blocken, Frodo. Deswegen wollte ich jetzt nicht mit dem angreifen, damit ich jetzt einmal Frodo wegblocke und dann... Nein, jetzt kriegt er eine 1-1 obendrauf. Na gut, noch... Passt schon. Warum so viel? Warum so viel? What? Wie viele Marken hat der jetzt? What? Warum hat der 7 Widerstand? Für jede Speise. Fuck, ey. Keine Chance. Fuck! Schaden. Selbst den, wenn ich den normal aktiviere, der ist schon getappt. Bringe ihn getappt ins Spiel, kann ich auch nicht blocken. Mann, ich mache halt 6 Schaden, genau ein zu wenig. Wenn ich da... Nee, das bringt nichts. Ich muss... Fuck. Gut, der Effekt ist nur einen Zug lang. Vielleicht habe ich im nächsten Zug noch irgendwie eine Chance, aber ich glaube, das geht nicht. Okay. Jetzt muss ein brillanter Zug kommen. Okay. Habe ich noch ein Removal Spell? Habe ich noch Saurons Ding? Ich nehme auf jeden Fall den verdeckten Stapel. Auf jeden Fall. Mir egal. Der wird auf jeden Fall den Removal Spell unter den verdeckten Stapel nehmen. Wenn ich einen hab. Ja. Stark. Vier Mana. Aber Gollum kann bemannen, ne? Man kann bemannen in dem Zug, in dem man ausgespielt wurde. Weil die Kreatur sich nicht von sich selbst aus tappt, sondern das Fahrzeug tappt die Kreatur. Habe ich leider trotzdem verloren.
Shit. Cyclen wäre eine Option. Kannst du mir erklären, warum? Was mir das bringt? Warum? Was bringt mir das? Kannst Frodo totblocken. Das weiß ich, aber die anderen töten mich halt. Das ist schon klar. Aber wenn er jetzt mit allen angreift, habe ich verloren. Kann sein, dass er vielleicht nicht mit allem angreift. Ja. Okay. Nee, das geht noch. Komm. Das macht man nicht. Schade, 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 schade. Schade, schade, schade. Okay, gut. Das war der erste Draft. Das erste Sealed. Zwei Siege. Wunderbar. Ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pause, in der ich die Möglichkeit habe, meine explodierte Mate aus dem Gefrierfach zu holen. Ihr könnt das gleiche tun oder euch ein anderes frisches Getränk holen oder vielleicht ein kleines Brot bestreichen mit einem Brotbelag eurer Wahl. Ansonsten kriegen wir als Belohnung 3 Booster-Packel von dem aktuellen Set der Herr der Ringe. Magic is Magic. Mit dem alten Weidenmann. Und Galadriel. Ich hab auch Bock auf ein Elbendeck. Vielleicht machen wir es jetzt im Anschluss. Bleibt dran, ich bin sofort wieder. Leute, ich sag's euch, ich kann nicht aufhören zu snacken. Immer wenn ich in der Küche bin, lacht mich diese Schüssel an. Und jedes Mal wandert meine Hand da rein. Fast als gäbe es irgendeinen dunklen Herrscher, der seine gesamte Macht über sein leibliches Leben hinaus verlängert hat. In Form einer kleinen Knusperbrezel. Irgendwann wird ein Held auftauchen, der von dieser kleinen Knusperbrezel in die Versuchung geführt wird. Und dann lebt dieses ewige Böse in ihm weiter. Hey, vielen Dank an Chris für den Sub. Grüße aus dem BOD. Hey, schön, dass du da bist. Okay, aus der Zukunft? Alles klar. Ich frag gar nicht weiter. Wer Sub darf auch Zeitreisen. Leute, es geht weiter. Wir machen direkt noch ein Sealed. Und wir gucken, in welche Richtung es dieses Mal geht. Vielleicht in Richtung der Elben. Vielleicht in Richtung der Haradrim. So. Minas Tirith. Minas Tirith. Eigentlich gibt es eigentlich nur eine Stadt, die Minas Tirith hat. Das ist einer der vielen Gründe, warum mir dieses Magic Set überhaupt nicht gefällt. Vom Wind getragen. Du kannst in diesem Zug Zaubersprüche wirken, als ob sie aufblitzen hätten. Also du meinst fast so wie Hände neben die Buzzer aus dem Rocket Beans TV Magic Set? Wow. Wow, wie tief kann man sinken, dass jetzt auch noch von dem Rocket Beans TV Magic Set geklaut wird. So erbärmlich.
Wenn Neuschmieden ins Spiel kommt, bringe eine Ausrüstungskarte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Solange es dein Zug ist, kannst du Ausrüstenfähigkeiten zu jedem Zeitpunkt aktivieren, zu dem du einen spontanen Zauber wirken könntest. Das erste Mal, dass du in deinem Zug eine Ausrüstungsfähigkeit aktivierst, kannst du 0 bezahlen, anstatt ihre Ausrüstungskosten zu bezahlen. Ja, ich habe aber keine Ausrüstung. Ja, aber nix. Untergang von Kairandros. Ah, da haben wir wieder schön hier. Der König der Eidbrecher! Die Eidbrecher! Die Eidbrecher, du! Ach Gott, das war dieser Flickerkönig, ne? Immer wenn der König oder ein anderer Geist das Ziel eines Zauberspruchs wird, destabilisiert er sich. Immer wenn er sich Geist. Ja, kleine Geister mit Ausrüstung ist so eine gute Idee. Fliegende kleine Geister mit dicker Ausrüstung ist doch super. Dune dein. Was haben wir? Frodo Beutlin? Denethor, König der Eidbrecher. Zu Beginn deines Endsegments und falls in diesem Zug eine Kreatur unter deiner Kontrolle gestorben ist, erzeuge einen 1-1 weißen... Oh, eine Kreatur. Nicht Spielstein-Kreatur. Ja, mit vielen Kreaturspielsteins-Tokens ist das doch schon eine gute Sache. Immer wenn du deine zweite Karte innerhalb desselben Zuges ziehst, erzeuge eine 1-1 weiße Mensch-Soldat-Kreaturspielstein. Also Denethor und der Typ passen gut zusammen. Prinz Imrahil, der Schöne. Weiß, Schwarz, Blau. Esper. Klinge der Dunedain, Samwise. Bringe sie auf deine Hand zurück, aufblitzen. Oh, das ist auch nicht schlecht, ne? Wenn wir viele kleine Kreaturspielsteine haben. Ja, ich glaube, Weiß ist auf jeden Fall gesetzt. Die Frage ist nur... Würde ich auch mal mitnehmen. Bauer aus dem... Ah, ich glaube, wir gehen nicht so in Richtung... Ich glaube, wir gehen nicht so in Richtung Speise. Aus deinem Friedhof. Boah, wie viel Ausrüstung haben wir denn? Wenn man Ausrüstung hat, ist die Karte ziemlich, ja, okay, es ist noch früh. Ich will jetzt gar nicht das Wort sagen, was ich sagen wollte. Aber wir haben leider überhaupt keine Ausrüstung. Wir haben leider überhaupt keine Ausrüstung. Wir haben gar keine Ausrüstung. Wir haben wirklich nur die Klinge der Dunedain. Und ihr wisst ja, was ich über Dunedain denke. Er hält eine Kreatur in der Wahl plus 2 plus 0 bis zum Ende des Zuges fliegend. Das gefällt mir schon mal gut. Wenn du deine zweite Karte ziehst. Wenn, wie ist das mit deine zweite Karte ziehst? Hm, ja, das macht man dann mit so einem Kram, ne? Da brauchen wir Blau. Oder reicht Schwarz? Also Gollum und Geist der Totensümpfe finde ich schon mal eine coole Kombo. Und Geist der Totensümpfe ist natürlich auch mit Denethor eine geile Kombo, ne? Weil der kommt immer wieder. Und auch, also Gollum, Geist der Totensümpfe und Denethor.
ist, glaube ich, eine geile Kombo, weil die opfern sich immer gegenseitig. Denethor erzeugt immer mehr 1-1er. Könnte schon nicht schlecht sein. Ork-Medizin ist, glaube ich, richtig gut. Also richtig gut im Sinne von schlecht, meine ich natürlich. Troll. 12 Kreaturen. Gothmog. Kreaturen Spielsteine haben Todesberührung. Aha, das gilt ja auch für meine Soldatenspielsteine. Haben wir noch mehr Geister? Haben wir noch mehr Geister? Ja gut, wenn das ein Geist ist, dann kommt der rein, ne? Weil der König der Eidbrecher. Ja gut, was sagt die Mana-Kurve? Die Mana-Kurve sagt, ruf morgen nochmal an. Die Mana-Kurve hat so gar keinen Bock, habe ich das Gefühl. Lass uns vielleicht mal dann ein paar stärkere Leute mit reinnehmen. Wir haben auch gar keine, die 3 Mana kosten, ne? Aber was kostet schon 3 Mana? Knurrender Warg. Der wärmt sich am Feuer. Was soll das denn jetzt? Was ist das denn hier für eine einseitige Darstellung? Dem ist kalt. Der wärmt sich. Wird der so bedrohlich? Wo ist der denn bedrohlich? Der ist kalt. Also manchmal, finde ich, muss man auch sagen, werden die so ein bisschen einseitig dargestellt. Also das finde ich gar nicht gut. Das finde ich wirklich nicht gut. Führt dich der Ring in Versuchung. Wie wichtig sind Ringe? Aber wir brauchen auf jeden Fall dieses Schwert, ne? Wenn wir viele Kreaturenspielsteine haben, die Menschen sind. Mäherin der Tux. Nee, wir haben schon so viel mit 2 Mana. Ja, ist common. Ist ein kreaturenlastiges Deck, das viel auf Rotation zählt. Und wir schauen mal rein. Let's go. Welche Länder habe ich? Theros. Ja, finde ich, ist aber okay, ne? Also Tolkien war natürlich auch sehr irgendwie gelehrt, ne? Und mit Antike und so. Und der ist ja viel auch aus der antiken Mythologie reingeflossen, ne? Ich meine, es ist ja ursprünglich auch ein griechisches Theaterstück, wo irgendjemand einen Ring findet, der ihn unsichtbar macht. Ne? Also ich finde, da kommt schon einiges zusammen. Mir ist es auch wichtig, dass meine Decks literaturwissenschaftlich Sinn ergeben. Klar, ihr im Chat oder die YouTube-Kommentatoren, die sagen, das ist nicht die beste Karte, das ist ein anderes Meta, da Luis Scott Vargas hat das gesagt. Aber ich sage, nein, ich verfolge einen strikt literaturwissenschaftlichen Ansatz. Das verstehen viele nicht. Oh, zählt es dann als Phasen für die Geister? Nein, die Antwort ist nein. Shit, ich hab's gar nicht so gesehen. Na gut. Los geht's. Die Karte habe ich im Deck. Okay, cool zu wissen. Hab Florentin letztens in echt gesehen und wollte Hi sagen, hab mich aber nicht getraut, weil ich nicht stören wollte. Wie steht ihr da dazu? Ihr kannst du jederzeit mich ansprechen? Ich hab das schon ein paar Mal... Ich glaube, das Lustigste, was ich jemals gelesen habe, ist gesagt, ja, ich habe Florentin im Zug getroffen und ich habe immer so einen Kleidungsbeutel dabei, weil ich ja immer zwischen Hamburg und Köln pendle. Und dann hat er aber so wütend seinen Kleidungsbeutel in die Ablage über den Sitzen im ICE geprügelt, dass ich dachte, der ist so wütend, den spreche ich nicht an. Ich konnte mich da null dran erinnern und war eigentlich auch gut drauf an dem Tag. Aber anscheinend ist die Außenwirkung nicht immer identisch mit der tatsächlichen Einschätzung. Was ist das jetzt? Ah, jetzt ist der automatisch Ringträger geworden, alles klar. Schildknappe des Königs. Was bedeutet Schildknappe?
Ring führt dich in Versuchung. Schildknappe nochmal was Spezielles? Oder der hält einfach den Schild, oder was? Der arme Kleiderbeutel. Ja, ich glaube, es gibt manche ICEs, wo die Ablage tatsächlich relativ eng ist. Und da muss man halt dann einfach mal so ein bisschen reinprügeln, ne? Ihr versteht, was ich meine. Ihr versteht doch, was ich meine, oder? Boah, das ist echt gemein. Weil der kriegt ja plus eins Marken. Das heißt, der Gegner will den nicht sofort opfern, sondern denkt sich... Ah, nee, das... Aber er kann ihn blocken, weil der hat Stärke 0 und der 1 und Ringträger... Ach ja, Leute, ihr wisst es doch. Brauche ich ein Land? Ich merke jetzt erst, dass ich gar keine Karte habe, mit der ich Karten ziehen kann. Genau, weil jetzt kassiert er nämlich jede Runde Schaden, weil er immer denkt, wenn da andere Karten sterben, dann kriege ich da Zeug. Nee. Hab dich mal in Ehrenfeld an der Laiendecker Geld abheben gesehen. Wirkt es auch nicht begeistert von dem, was dir der Automat gezeigt hat. Ja, das kann gut sein. Mit diesen Automaten habe ich eh noch eine Rechnung offen, doch. Bin ich eh kein Freund. Vor allem, ich will ja, dass sie sterben, ne? Das heißt, ich könnte ihn jetzt, ich könnte den gleichen Effekt machen, indem ich ihn mit Ring anstecken. Brauche ich eigentlich auch nicht. Das ist ein schlechtes Zeichen, wenn man die meisten Karten, die man im Deck hat, eigentlich nicht braucht. Oh, wir haben hier Infos zum Thema Schildknappen. Schildknappen begannen ihre Lehrzeit meist mit dem 7. Lebensjahr als Page, um als Diener erste Erfahrungen im höfischen Umgang mit dem Adelszeremoniell zu sammeln. Okay, aber das klingt jetzt für mich eher nach einem klassischen Knappen. Es gibt anscheinend dann keine direkte Unterscheidung zwischen Schildknappe und Knappe. Das klang jetzt zumindest für mich so, weil das klang jetzt nach allgemein, was ist ein Knappe. Fünf Mana für einmal zerstören. Anstecken, das ist irgendwie ist das nichts für mich. Ja, das kann weg. Nee, das ist ja mega gut mit dem Ringträger. Jetzt check ich's erst. Zweite Karte pro Zug ziehen, das ist der Ringträger. Oh, er kann ihn blocken, weil er null Angriff hat, stark. Oh, 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 oh. Oh, yes! Alles nur kein Land, alles nur kein Land, Land. Alles nur kein Land.
wie viel Schaden die schon gemacht hat, diese Wunde vom Morgul-Messer. Messer. Wirklich Messer? Oh, Denethor. Ja. Yeah. Ja, gut. Komm. Was soll es? Ja, oder warte mal. Falls in diesem Zug eine Kreatur unter deiner Kontrolle gestorben ist, eigentlich ist es viel besser, den zu opfern. Weil der merkt sich das ja, ne? Zum Zeitpunkt, dass die Kreatur gestorben ist, muss Denethor nicht auf dem Spielfeld sein. Ja, genau. Nee, dann machen wir das so. Opfere eine Kreatur, wähle das Ziel, wähle die. Jetzt kriegt er endlich mal auch seinen 1-1er. So, ich greife nicht an und jetzt müsste der Trigger kommen, genau. Und jetzt kriege ich einen. Ogloin, doppelter Ringträger. Anstacheln. Eine angestachelte Kreatur greift bis zu deinem nächsten Zug in jedem Kampf an. Opfere einen Schatz, stachle einer Kreatur deiner Wahl an. Na, so schnell habe ich noch nie einen Blocker deklärt. I do declare! So. Ich hoffe, du bist bereit für den Ring. Aber das ist mein erster Tag. Na, gut. Muss sein jetzt. Wenn du deinen zweiten Zug ziehst. Er hält. Wenn er stirbt, fügt er einer Kreatur. Ah, aktuell hat er aber noch keinen Mana. Der Ring in Versuchung. Das ist eine interessante Situation, weil er muss jetzt überlegen. Will er blocken? Dann kriege ich aber wieder einen neuen. Ah, natürlich blockt er. Ja, Mann, Doppel-Denethor. Double-Denethor. Habe ich letztens auf cardmagic.de gelesen, dass das das aktuelle Top-Deck ist. Doppel-Denethor. Weil erst war es nur das Denethor-Deck, aber dann hat einer von den richtig guten Magic-Spielern gesagt, ey Leute, warum nicht Due Denethor. Due-Tor. Due-Tor. Verdammt, das hätte ich als Antwort nehmen sollen für Freitag. Für nimm die beste, das beste Wortspiel zwischen einer italienischen Name und einer Herr-der-Ringe-Figur. Mein Gott, ey, wie dumm kann man sein? Ich habe Octomir genommen. Wie Boromir. Fuck, ey. Oder Ottifant. Otto ist doch. Otto ist doch 8, oder? Auf Italienisch ist doch 8 Otto. Otto. Hab übrigens dasselbe gemacht in meiner Kindheit wie Lars mit dem, nervöse Tapeten abziehen. Oh ja! Das hat ziemlich viel Resonanz gegeben. Dass viele Leute auch mit ihrer Tapete irgendwie rumgefummelt haben und das so abgeknibbelt haben. Ich bin ja immer ein Freund der Flaschenknibbel. Da diese komischen Haltekräsel. Dass man die so abknibbelt und dann so umknickt. Da bin ich ein großer Freund davon. Was genau machst du, schärft den Speer? Ich dachte schon, die hält einfach fürs Foto nur ihre Hand einfach. Es soll so aussehen, als würdest du was machen. Ja, ich kann ja nichts machen. Ja, halt einfach deine Hand da neben den Speerschaft. Ja, runder Schild oder eckig? Weiß ich auch nicht. Oh,
Autsch. Boah, die Karte hätte ich auch sehr gerne in meinem Deck. Führ mich in Versuchung. Ebenenwandlung. Genauso wie Holzstiel vom Eisknabbern wie so ein Biber. Ich glaube, da bist du jetzt eher alleine, um ehrlich zu sein, aber ja, cool. Den Holzstiel vom Eis abweg. Aufessen, ja. Ja, ja, kenne ich auch, ja. Fünf, zwei. Mit zwei oder mehr. Ja, der Rest ist ja Bullshit, ne? Das sind die Adler des Nordens. Warum ist der so krass? Na gut, nur plus eins, aber manchmal ist das schon viel. Warum nimmt der eigentlich für das Schwert mein einziges weißes Mana weg? Sag mal, hallo? Pas de bloc? Pas de bloc. Alter, dieser Baum ist ja insane. Dieser Baum ist ja unfassbar. Vergiss es. Wie soll ich gegen diesen Baum ankommen? Warte mal, warum ist der jetzt 4-4? Weil er durch den Ring zu einer legendären Kreatur wurde. Okay. Ah, das ist richtig dumm. Jetzt kann er nicht mehr geblockt werden. Ah, er kann von dem Geist noch geblockt werden. Florentin das neue Zelda gespielt oder hat vorher gestreamt? Nein. Yeah, ich habe letztes Jahr im Urlaub schön Zelda Breath of the Wild gespielt. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mir dachte, vielleicht spiele ich das neue auch im Urlaub. Da sitze ich schön im Campingstuhl. Schön keine fucking Ahnung, wie viel Uhr es ist. Und dann einfach schön Zelda zocken. Das ist für mich die absolute reinste Vorstellung von Freizeit, ist, man weiß einfach nicht, wie viel Uhr es ist. Keine Ahnung, ist einem auch völlig egal einfach. Wenn du zu mir im Urlaub kommst und mich fragst, schön, wie viel Uhr es ist, und ich sage, ah, es ist 16.38 Uhr, dann sagst du, ah, du bist nicht wirklich im Urlaub. Dann sage ich, ja, stimmt. Denethor ist doch ein Mensch, ne? 4-5. Guck mal, und in manchen Situationen muss der Truchsess selber das Schwert in die Hand nehmen. Wer richtig im Urlaub ist, weiß nicht mal den Wochentag. Nesis, du sagst es. Wie dumm das wäre. Ja, ich zahle extra, ich hab's ja. Big Spender. Magic Big Spender. Mein Mana-Haushalt ist eine absolute Katastrophe in diesem Spiel. Nom, 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 nom. Zu dezent. Der Soundeffekt fürs Speisetokens essen ist mir zu dezent. Ich hätte da eher so ein... Fände ich besser. Kann man ja vielleicht den Clip hier nehmen und mal da schicken an Nintendo, damit die das da reinnehmen oder so.
So, Bauer aus dem Ostviertel, traust du dich jetzt anzugreifen, hä? Na, komm her! Na, komm her! Na, komm her, Denethor hier. Ich benutze das Schwert hier nicht nur zum Leute zum Ritterschlagen. Dings. Schildknappe kann jetzt für 3 Mana alle verstärken, das sogar mehrfach. Das würde mir all mein Mana abkosten. Aber ja, ich tue es. Klick! Klick! Nö, 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 nö. Stark. So, 6 Mana. Ich hab doch diese Ork-Medizin, aber die habe ich nicht so. Na gut. Jetzt müssen wir schauen, was macht man am besten mit 6 Mana? Trollulolulol. Warte mal, für 6 Mana könnte ich das 2-mal aktivieren und dann könnte ich den tot blocken. So viel Mana habe ich nicht. Und so viel Mana werde ich in absehbarer Zukunft auch nicht haben. Was ich tun könnte, ist, ich könnte sie ausspielen. Nein, ich bin Dummbeutel und vergesse immer, dass ich nur ein weißes Mana habe. Weil dann hätte ich den raus und... ihr wisst schon, was ich meine. Hey! Komm, Alter, war das der dümmste Zug der Welt? Auf der anderen Seite, wenn ich dir jetzt opfer mit Gollum, kriege ich zumindest einen Soldatenspielstein. Ja, kein guter Zug. Obwohl. Oh, shit, ich könnte die Waffe umrüsten als kein Mensch. Fuck. Du hast einfach zu viele Möglichkeiten in diesem Videogame. Namens... Warte. Wo war der Name? Ah, Magic! Ja. Magic. Okay. Keine Blocks. Meine einzige Hoffnung ist, dass er das nicht checkt mit der Schildknappen und nochmal mit Landorval angreift. Shit. Fledermaus. Shit. Ach man, das kostet auch ein fucking weißes Mana. Hau ab, babe! Bullshit. Und man muss ihn tappen. Ja, es ist zwar doppelt falsch. Aber wisst ihr, wenn man kaum noch Hoffnung hat in seinem Leben, dann klammert man sich an das letzte bisschen, egal wie irrational, dumm und auch schlichtweg falsch es einfach ist. Wartet ihr doch noch nie in so einer verzweifelten Situation, dass ihr alles genommen habt, was ihr kriegen könnt? Aber das Deck ist brillant, oder? Das Deck ist mega.
Ey, Edderhard, vielen Dank für den Sub seit 30 Monaten. Wow. 30 Monate, das sind ja 4,5 Jahre. Wahnsinn. Wahnsinn vor 4,5 Jahren, Mensch. Da würde ich mich nicht wiedererkennen, wenn ich mich vor 4,5 Jahren sehe. So ein kleiner Latzhosenjunge, schön mit der Hand tief im Erdnussbutterglas. Ja, gut, das war letzte Woche, aber naja. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, wir alle verändern uns. So lange streamst du schon? Nee, heute noch nicht. Seit 2 Stunden streame ich heute, nicht seit 30 Monaten. Aber vor, also das ist, ich bin nicht seit 30 Monaten online. Das wäre selbst mir zu viel. Also da sage ich mal, da habe ich dann doch ein zu erfülltes Privatleben, als dass ich jetzt einfach 30 Monate streamen könnte. Da würde ich schon viel vermissen. Der sitzt ja nicht nur vorm Rechner, ne? Also wieder. Mache ja auch viel mit den Jungs, Rudi und so, da bin ich auch viel unterwegs. Und deswegen. Stich des Hobbys? What? Keine Ahnung, ob da was falsch übersetzt wurde, aber da denkt er, ich habe einen Combat-Trick. Jetzt schauen wir mal, wie das aussieht. Ciao. Das ist ein Mensch. Mippel. Meine Katze heißt Miepel. Das letzte Mal, als ich ihr Magic erklärt hat, wirkte sie vollends desinteressiert. Kann gut sein, dass sie mittlerweile das Interesse gefunden hat. Das würde mich freuen. Aber ich weiß davon nichts. Kreaturspielsteine haben Todesberührung. Bei Berührung tot. Ich glaube, ich greife auch nochmal an, oder? Greifen wir nochmal an, bitte. Also ich kenne mich jetzt zwar mit Herr der Ringe nicht so aus, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man es Gondor schreibt. Ja, mit D. Aha! Also die Andi-Orks. Ach, das Auge, jetzt check ich's. Das Auge, jetzt versteh ich's. Sauron ist das Auge und Saruman ist die Hand. Und deswegen, jetzt versteh ich's. Hatte Saruman schon immer dieses Handlogo oder war das erst, als er zum Handlanger Saurons wurde? Oder hat jeder von den Zauberern einfach so ein Logo? Es ist einfach selbstverständlich, dass jeder einfach so ein Logo hat. Was hat Gandalf für ein Logo? Ein Bein oder so ein Fuß oder so. Was so das offensichtlich uncoolere Logo. Dir ist schon klar, dass Kreaturenspielsteine Death Touch haben, ne? Oh, wie kann man das übersehen? Oh, wie kann man das übersehen? Minas Tirith, haben Länder Summoning Sickness? Nein, man kann sie natürlich. Legendäre Kreatur. Ah, Gothmog ist legendäre Kreatur. Das heißt, ich könnte jetzt, griffe ich an, könnte ich sogar eine Karte ziehen. Weil Länder haben keine Summoning Sickness. Man kann sie ja ganz normal auch sofort tappen mit dem Zug, indem man sie ausspielt. Ohne Probleme. Ah, jetzt könnte ich natürlich noch ein bisschen Ork-Medizin. Ach ja, warum nicht?
So läuft das doch. Länder werden nicht beschwört. Fußballpunk, das ist eine interessante Formulierung. Nur Dinge, die beschwört werden, haben Summoning Sickness. Artefakte werden... Na, warum werden da Kreaturen beschworen und Artefakte nicht? Finde ich jetzt nicht ganz so klar, aber ich finde es erstmal eine gute Annäherung. Das kostet 3 Mana, bleiben noch... da müssen wir eine Ebene ausspielen. Oh, ich habe mich nicht verzählt. Soll ich jetzt wieder Ork-Medizin machen oder eine Karte ziehen? Lieber eine Karte gleich. Ja, das wird jetzt für den, glaube ich, nicht so leicht, den überhaupt einmal blocken zu können. Dúnedain. Dieser Haken über dem U. Wie würde man es ohne Haken aussprechen? Dúnedain. 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 Das ist auch ein ganz anderes Universum. So, mein lieber Mippel, jetzt hast du aber... Oh, hey! Olifant! Okay, Olifant gegen Troll. Das ist doch der Kampf, den ihr sehen wollt. Ich glaube, das wird nichts mehr mit Ringträgern. Aber ich glaube, ich spiele es trotzdem nicht aus. Ich spiele es trotzdem nicht aus. Ja. Jetzt, glaube ich, wird es nochmal spannend. Jetzt kommen einfach nochmal richtig gute... Züge hier von Mippel. Aber ich habe mein ganzes Leben lang Lebenspunkte gespart. Genau wie Menschen, die ganz gesund leben und dann im letzten Jahr sagen, so, jetzt nochmal schön in einem Wochenende 20 Käsefondue, Heroin und Achterbahn. Genauso bin ich auch. Das ganze Spiel über habe ich meine Lebenspunkte bewahrt, beschützt und verteidigt und jetzt sage ich, weg damit. Gesundheit ist auch nur eine Währung. Gesundheit ist auch nur eine Ressource, die man gewinnbringend einsetzen muss. Oh, ist es schon... Ui, ist es schon letal? Oh, da sagt er gutes Spiel. Haha, okay, er bufft meine Kreatur. Ist ein Witzbold, ist ein netter Typ. Es ist einfach Mippel, mein Gott. Es ist Mippel, er ist gut drauf. Er hat Spaß an dem Spiel. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Okay. Gut, ist es natürlich meine gute Strategie von wegen Geist-Gollum-Denethor. Geist-Gollum-Denethor ist noch nicht so richtig aufgegangen, aber nehme ich. 2 Siege nehme ich. Der zählt trotzdem nur als einer. Sehr gut, Larifari90 hier. Hat den Film gesehen. Den von Ralph Bakshi aus den 80ern oder Peter Jackson? Oder welchen Film hast du gesehen? Habe ich letztens gesehen. Gibt es jetzt auch. Artwork aus dem Ralph Bakshi-Film, den Mara und ich auch schon gesehen haben. Bakshi? Wow. Hui, 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 hui. Und Google so, was will er? Was will er? Ich check's gar nicht. Ich check's gar nicht. Machen wir gleich.
Anyway, das war kein Schlaganfall. Das hat schon Sinn ergeben, was ich gesagt habe. Hier. Guck mal, hier. Das sind spezielle Artworks. Hier mit Szenen aus dem Ralph Bakshi-Film. Das ist ja mega cool. Oh nein. Nein. Tu es! Nishi! Okay, Nishi. Rot-grün. Da prallen jetzt natürlich zwei völlig unterschiedliche Welten aufeinander. Rot-grün, Natur, Wachstum, direkt emotional Ausbruch gegen Zivilisation, Verderbnis, Korruption, organisiertes Chaos. Auf der anderen Seite ganz, ganz spannend jetzt zu sehen, wer sich hier durchsetzen mag. Oh, ist die Karte ätzend, ey. Wie ätzend ist denn Gothmog eigentlich? Ich muss mich erstmal hinlegen, oder? Nachdem ich diese Karte ausgespielt habe, muss ich mich echt erstmal hinlegen. Das ist ja so ekelhaft einfach. Nicht nur hast du einen 1-1 Death Toucher, was das Schlimmste ist, was es gibt. Du wirst im Laufe des Spiels noch mehr davon haben. Stich des Hobbit. Soll ich Schaden machen und einfach durchballern? 5 Mana. Nee, ich greife nicht mit Gothmog an. Auf gar keinen Fall. Oh, vor allem, wenn der auch noch Geister erzeugt. Oh, ist das ekelhaft. Oh, ich muss mich wirklich kurz hinlegen. Ich freue mich schon richtig auf die zweite Staffel der Herr-der-Ringe-Serie. Ich auch. Ich bin mal auch gespannt, wie der Autorenstreik sich auf die Serie auswirkt, weil ich glaube, das hat so genau überlappt, so das Ende der Dreharbeiten und der Autorenstreik. Ja, das hast du dir nicht durchgelesen, mein Freund. Aber das hätte ich auch nicht an deiner Stelle. Au. Das ist so gemein. Oh, der hat ja Reach! Au, es tut das weh. Oh Gott. Ah, opfere eine Kreatur und dann erzeugt er 9. Spannend. Das kann ich auch im gegnerischen Spielzug tun. Aber nur am Ende meines Zuges prüft er, ne? Ja, das heißt, es muss ich in meinem Zug machen. Oh, war das bitter. Ich weiß so genau, wie Nishi sich fühlt. Oh Gott, jetzt ist es ja furchtbar. Wir waren alle mal Nishi. Nur um es gesagt zu haben, König der Eidbrecher, wenn er Ziel eines Zaubers wird, faced er raus und kann von keinem Zauber betroffen werden. Das heißt, du kannst ihn nicht mit Zaubern loswerden. Jedenfalls nicht so einfach. Autsch. Oh, das tut so weh, ey. Können wir für Nishi eine Postkarte oder einen Blumenstrauß oder sowas? Können wir da irgendwie noch
Können wir da irgendwie, keine Ahnung, zusammenlegen und eine Packung Pralinen oder sowas? Oder irgendwie so ein Pflaster, dass wir so in diesem Erste-Hilfe-Kasten spielerisch humorvoll schicken mit so einer Packung Pralinen oder irgendwie sowas, gute Besserung oder so. Ui, das tut weh. Ich glaube, die fangen gerade erst an mit dem Drehen. Oh, das kann auch sein. Entweder was Anfang vom Dreh oder Ende vom Dreh. Ah ja, ich glaube, ja gut, aber für Autoren, das ist natürlich die Frage, ne? Also die Frage, die hier schon oft im Chat diskutiert wurde. Wie wichtig sind Autoren noch während des Drehs? Da gab es ganz, ganz interessante Argumente von beiden Seiten. Interessant an der Debatte fand ich, dass beide Seiten rein gar keine Ahnung haben, wovon sie reden. Das hat für mich die Debatte besonders interessant gemacht. Eins Death Touch, aber kein Reach, obwohl es eine Spinne ist. Wenn sie angreift, erhält eine legendäre Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, Todesbildung bis zum Ende des Zuges. Ach. Legendäre Kreatur, die du kontrollierst. Wie lösen wir das? Ork-Medizin. Stich des Hobbits. Kann nicht geblockt werden. Spannend. Auch natürlich interessant mit einem Ringträger. Was ist besser? Unzerstörbar oder Stich des Hobbits? Naja, okay. Ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Weil der auch Aufmarsch macht. Obwohl, ist echt spannend, ne? Weil da will man eigentlich eher kleinere, naja. Versteht, was ich meine. Death Touch wegen klein wenig Angriff. Macht er trotzdem Little. Ja. Warum haben Spinnen eigentlich so oft Reach in Magic? Ich glaube, die Idee ist, dass die Flieger in das Spinnennetz reinfliegen. Oder? Ich meine, Oleksch. Welches andere Tier, das nicht fliegen kann, sollte Flieger blocken können? Ich glaube, das ist gar nicht so leicht. Ich glaube, man hat sich da durchaus schon Gedanken gemacht. Welches Tier, das selbst nicht fliegen kann, sollte Flieger blocken können? Das ist keine so leichte Entscheidung, finde ich. Pinguine, wieso das denn? Pinguin? Frosch mit langer Zunge. Ja, okay. Ja, Frosch, so Chamäleon, ja, mit einer langen Zunge, so das so. Frosch, Oktopus, ja. Ja, ich glaube, man denkt natürlich, also, vielleicht hätte ich es präzisieren sollen, es sollte schon eine grüne Kreatur sein. So Fischmonster sind ja eher blau. Aber Frosch, finde ich, gefällt mir gut für grünen Frosch. Ja. Finde ich schon ganz gut. Manche Frösche haben sogar Reach. Spinne. Sehr gute Idee, Eskavan. Spinne.
Spinne, ne? Weil die hat, Spinne könnte vielleicht so die so Spinnennetze machen, ne? Wo die Flieger sich verheddern wie eine Fliege, das stimmt. Eine Katze. Mauern. Das ist auch eine gute Idee. Welches Tier, das nicht fliegt, kann gut Flieger angreifen? Eine Mauer. Hm. Das stimmt. Weil Mauern, also die Hauptcharakteristik von Mauern ist ja, dass man nicht über sie drüber fliegen kann. Ne? Das ist ja so ein bisschen die Haupteigenschaft. Ich weiß gar nicht, ob Mauern heutzutage noch als Tier zählen oder ob es eher Obst ist. Ich weiß gar nicht, wo Mauern heutzutage eingeordnet sind. Bin mir nicht mehr so genau sicher. Springbock. Ja. Ja. Springbock. Können die so hoch springen? Können die so hoch springen? Ich meine, was man natürlich auch noch sagen könnte, ist sowas wie ein Affe, der im Baum ist. Also der ist hoch im Baum und kann dann, weil ich meine, auch die Spinne braucht ja irgendwas, wo sie ihre Spinnweben hinmacht. Also eine Spinne kann ja nicht einfach so in die Luft ein Spinnennetz bauen, sondern halt zwischen Bäumen. Also man könnte auch sagen Affen oder Eichhörnchen oder halt Tiere, die gut klettern können als solches, könnten auch Reach haben. So, was ist bei dem los? Waldläufer auf Ithilien. Interessante Karte. Eine Länderkarte wäre nicht schlecht. Ich würde mich über sie freuen. Was passiert, wenn ich jetzt die Ork-Armee zurückkriege? Habe ich dann zwei 1-1er Ork-Armeen oder fusionieren die dann? Wie funktioniert das? Finde ich eine ganz, 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 ganz interessante, eine ganz, ganz spannende Frage. Aber wenn ich dann zwei Ork-Armeen habe, was passiert, wenn ich dann nochmal Aufmarsch Orks habe? Kriegen dann alle Ork-Armeen oder darf ich dann aussuchen, welche der Ork-Armeen diesen Effekt erhält? Ah. Wir werden es vielleicht gleich sehen, wenn ich nur eine Länderkarte ziehen würde. Alandl. Gib's mir Alandl. Wir brauchen Alandl. Was ist das denn? Also ich kenne mich zwar mit Herr der Ringe nicht aus, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Isengard heißt. Mit A. Warum ist der jetzt so krass? Ah ja, der will eh, dass der weg ist, ne? Mann, und jetzt können wir unsere Frage nicht beantworten. Menelor! Oh, er darf uns ins Exil schicken. So, raus mit dir. Ah, Death Touch, ne? Auf der Spinne. Ja, okay. Ja, okay. Kriegen wir schnell. Kriegen wir schon irgendwie hin.
Und jetzt enttappt er die Spinne wieder. Und er kommt ungetappt ins Spiel und er enttappt den Flieger. Wow! Wow! Ich bin das... Ach, das kann er sich auch selber geben. Ich glaube, das kann er sich auch selber geben. Man kann durch den Effekt eine Kreatur enttappen. Spannend, spannend, spannend. Bringe bis zu 2 Kreaturen auf die Hand zurück. Na gut. Soldat, aber kein Mensch. Jetzt müssen wir uns regenerieren. Wo will ich das Schwert haben? Haben wir jetzt erstmal so. Ändert auch nichts. Oder soll ich den... das Token opfern? Nee, 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 soll ich den Token hab, greift er nicht an. Ist schon okay, das ist schon okay. So, jetzt aber absolute Kontrolle. Tutto Konzentrazione. Absolute volle Konzentration. Zorn der Ents. Und jetzt hat er keinen Death Touch mehr, aber dafür ist der weg. Sechs Mana. Ja, pass auf, dann machen wir das jetzt so. Jetzt machen wir das so, ja. Opfer den. Dann kriegen wir mit dem ja eh einen neuen. Und dann rüsten wir wieder aus. Okay, er hat zumindest schon mal keinen Death Toucher mehr. Und er kann auch nicht so ohne weiteres angreifen. Das ist schon alles schon mal nicht schlecht. Jetzt bräuchte ich natürlich so ein bisschen... Ja, in der Magic-Sprache sagt man sowas wie einen Brumm-Brumm-Motor. Ja, also etwas... Eine Mechanik, die einem so ein bisschen einen Zug nach vorne gibt. Ja, also eine Karte, die etwas erreichen kann, dauerhaft. Ich denke an einen Denethor zum Beispiel, der was erreichen kann. Irgendwie sowas in der Richtung. Aber das ist aktuell noch nicht so ganz da. Auf der anderen Seite, mit Gollum gibt es jetzt auch wieder einen Ringträger. Okay, wir müssen mit 2 Kreaturen angreifen, um eine Karte zu ziehen. Wir haben 7 Mana. Fünf Mana. Bleiben noch 2. Ist eh die Frage, wie wichtig ist jetzt der Ringträger, ne? Der Ringträger ist dahingehend wichtig, dass er unsere Getreue aus Gilead stärker macht, weil wir durch ihn eine Karte ziehen.
Es ist die Frage, ob er bereit ist, mit Ioreth zu blocken. So oder so kriege ich schon mal was. Boah. Passt. Ich glaube schon, dass er blockt, oder? Ich glaube schon, dass er blockt. Nein, er blockt nicht. Wow. Hätte ich nicht gedacht. So, Gollum ist einfach strictly better. Mäherin der Tux, wie man so schön sagt im Magic-Jargon. Ah ja, okay. Ah, da ist auch der Ringträger. Das heißt, wir machen jetzt jede Runde einen Schaden jeweils. Aber das ist auch ein Mensch, ne? Kann ich das Schwert geben? Dann ist es im nächsten Zug ein 8-6er. Ja, aber er wird noch irgendwelche fetzigen Karten haben, oder? Okay, das ist mir völlig egal, um ehrlich zu sein. So, wenn ich mit zwei Kreaturen angreife, kann ich eine Karte ziehen. Nähern wir uns Lethal langsam. Ich greife mit den beiden Kreaturen an. Das passt schon. Muss ich unbedingt eine Kreatur ausspielen? Ja, ich habe genug Länder. Alles gut. Ich habe genug Länder. Ja, den wird er... Oh, den blockt er nicht. Jetzt wird's interessant. Bis jetzt war das Spiel eher uninteressant. Aber jetzt wird's spannend. Jetzt spiele ich einfach alles aus, was ich habe. Eine bleibende Karte deiner Wahl, die in diesem Zug aus dem Spiel dorthin gelegt wurde. Okay. Von mir aus. Jetzt schauen wir mal, ob wir den Zug überleben. Wenn wir ihn überleben, glaube ich, sieht's gut aus. Ja. Passt. Kann ich blocken. Kein Ding. Okay, nur ein Angreifer. Okay, was hat er jetzt gezogen? Irgendwas wird er haben, oder? Er hat wahrscheinlich ein bisschen Mana-Probleme, oder? Er hat nur 5 Länder? Jetzt muss man ein bisschen schauen, dass wir es nicht übertreiben, oder? Ich überlege, was er noch haben könnte. Also wir haben 6, 7 Mana. Mit dem... Nee, das Tirith-Effekt haben wir noch 4. Weil so wie es hier liegt, ist es Lethal, aber der muss irgendwas auf der Hand haben, oder? Komm, fuck it. Rein da. Der hat irgendwas. Ja, ich höre. Er hat tatsächlich gar nichts. Wahnsinn! Weil der hat so viele Karten gezogen, ich dachte mir, der muss irgendwas haben.
irgendein Schicke wieder auf die Hand zurückquatscht oder so. Boah, ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen riskant war. Aber gut, manchmal musst du einfach reinballern. Gut. Geht. Leute. 4 Siege. Ich will jetzt überhaupt gar nichts versprechen. Das Einzige, was ich versprechen kann, ist, dass wir eine ganz kurze Pause machen. So Leute, da bin ich zurück am Wendepunkt der Gezeiten. Vielleicht dreht sich jetzt das Schicksal um von dem Hause Denethor, der mit seinen sehr loyalen Geistarmee-Truppen und Orks und Gollum zusammen versucht, Mittelerde zu erobern. Bisher lief's ganz okay. Mal schauen, wie weit wir kommen. Und dann spielen wir heute Abend noch ein bisschen Dota? Wer hat Bock? Ich hab Bock. Wird davor noch was Kleines essen? Ich weiß immer nicht, ob ich dafür den Stream ausschalten soll oder nicht. Weil es ist dann auch so ein bisschen gehetzt, wenn ich dann irgendwie esse, während ihr dann immer so... Ihr seid ja dann auch immer recht aggressiv, äugisch, also eure Augen. Oh, also wie sieht das aus? Das könnte jetzt meine Gier sein, aber ich mag die beiden Karten sehr gerne. Würde ich die ersten 3 Züge opfern, nur um diese Karten im 4. zu spielen? Ja, natürlich. Die Motje. Mit einem Bären. Ja, Ebene kommt noch. Essen braucht man zum Überleben. Sehr guter Kommentar, völlig richtig. Das stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen. Nee. Noch eine Ebene. Ja, aber ich weiß immer nicht. Also was sagt ihr, wie lange kann man den Stream maximal pausieren, bevor man sagt, also jetzt wird's dreist. Also wenn ich jetzt sagen würde, hey Leute, bis gleich, und dann ist es einfach 40 Minuten lang, da würdet ihr sagen, das hat wirklich mit gutem Geschmack nichts, gar nichts mehr zu tun? Oder wie würdet ihr... Oh, das ist so schade, dass das kein Geist ist, ey. 2,5 Stunden laut Krogi. Wie, Krogi streamt gar nicht? Er ist immer nur abwesend und lässt den Stream laufen? Oh, lass uns mal kurz gucken. Was kostet Ork-Medizin? Ah, aber Ork-Medizin macht keinen Death Touch, ne? Nur Lifelink. Soll ich jetzt den Krebein blocken? Ne, block ich nicht. Ne! Ne! Okay, wir haben jetzt den 2. Spieler, der wahrscheinlich überlegt, wie wird man mit dem König der Eidbrecher fertig. Und ich bin mal gespannt, was ihm einfällt. Destabilisiert. Das ist anscheinend ein festgelegter Begriff, destabilisieren. Okay, der wird direkt geopfert, alles klar.
Wieso denn auf den? What? Das muss ein Missklick sein. Das muss ein Missklick sein. Das ergibt gar keinen Sinn. Was? Was ist hier passiert? Klinge, ist das ein Mensch? Nein, ein Geistadliger. Ey, ich gehe all in auf meinen König der Eidbrecher, Alter. Heute werden fucking Eide gebrochen, aber hallo. Ja, wer hat Bock im Chat? Wer hat Bock im Chat, ein paar Eide zu brechen? Wer ist dabei? Was war das für ein merkwürdiger Zug? Aber gut, wir wissen nicht, was sein Plan ist. Eine Nicht-Landkarte. Der Spieler wirft sie ab. Was soll das werden, mein Freund? Na gut. Wir haben 5 Mana. Ebenen Cycling, nee, ne? Feuerwerk. Erzeuge X Mana, wenn das. Ne. Okay. Ist das Mara, gegen die ich hier gerade spiele? Die Mod hier? Schatz beanspruchen? Er würde die ersten 3 Züge erklären, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Okay, jetzt hat der Rabe den Ring. Der Rabe hat den Ring. Sag mal, der Typ hat einfach Bock auf Damage, oder was? Warum greift er mit seinem Vogel an? Ich könnte 5 Schaden verhindern, dann macht stattdessen lieber einen. Das muss Mara sein. Okay, 4, 5, 6 Mana, Adler des Nordens. Alle Kreaturen. Ich bin gespannt, wie der sich den weiteren Verlauf dieses Spiels vorstellt. Wenn er jetzt nochmal mit seinem Raben angreift, dann sage ich Respekt. Also, ich weiß, das kann ich dann auch wirklich respektieren. Der greift jetzt nicht mit seinem Raben an. Nee, komm. Yes! Yes, Mann! In your face einfach! Aber wahrscheinlich braucht er einfach einen. Aber was will er denn? Es gibt keinen Removal Spell gegen König der Eidbrecher. So, jetzt muss irgendwas kommen. Jetzt, ich kann jetzt nicht einfach angreifen und das Spiel gewinnen. Jetzt muss was kommen. Na also. Jetzt verliere ich die Waffe oder nicht? Verliere ich jetzt die Waffe oder nicht? Ich mach lieber mal das. Ach so, der kommt erst im nächsten Zug rein. Ja, okay. Okay, vielleicht ergibt das mehr Sinn, als ich dachte.
Aber ich darf jetzt angreifen, ne? Aber die Waffen bleiben dran. Der wird jetzt wahrscheinlich genug Zauber haben, um mich jede Runde zu neutralisieren. Okay, gut. Ja, interessanter Ansatz. Aber wahrscheinlich dachte er sich, gut, ich habe keine Chance, den König loszuwerden, also muss ich so viel Schaden machen, dass ich Spiel gewinne, bevor das der Effekt hat. Aber es ist eine schwere Karte, also ich weiß auch nicht. Ich habe ja auch mal gegen die verloren. Ich weiß nicht, was man dagegen machen soll. 5 Siege, Freunde. 5 Siege. Kein Grund, sich zu freuen. Kein Grund, sich zu freuen. Ja, die ist schwer loszuwerden, ne? Death Touch kriegt man auch nicht so leicht auf einem Flieger. Ich glaube, was hilft, wäre so Sachen wie Support Wipes. Weil da ist er ja nicht das Ziel. Und deswegen destabilisiert er sich auch nicht. Also so wie diese Hobbit-Nummer, ne? Kreatur mit Stärke 3 oder mehr werden zerstört. Das müsste ihn auch zerstören. Aber ja, ist jetzt auch nicht das Einfachste zu kriegen im Limited. Aber das müsste ihn zerstören. Weil er da nicht Ziel des Zaubers wird. Da haben wir schon mal drüber gesprochen beim Thema Fizzle. Manchmal wird eine Kreatur von einem Zauber betroffen, aber es ist im regeltechnischen Sinne nicht das Ziel des Zaubers. Es ist ein bisschen speziell. Okay. So, mal gucken, ob es gut weitergeht. Ja, solange wir Länder ziehen, alles gute Karten, würde ich sagen. Dein Gegner opfert eine Kreatur. Ginge auch. Spannend. Was genau ist das dann? Das ist ja dann kein Zauber. Opfere eine Kreatur. Ja. Zwingen ihn zu opfern. Ja, stimmt. Opfere eine Kreatur. Nicht der Zauber opfert dann die Kreatur, sondern der Spieler wählt sie aus. Das heißt, wenn ich einen Zauber habe, opfere eine Kreatur, du erhältst 5 Lebenspunkte. Und ich opfere eine Kreatur, dann wurde diese Kreatur nicht Ziel des Zaubers. Sie wurde nicht Ziel des Zaubers. Oh, verrückt. Legendäre Kreatur. Spiel ist Magic the Gathering Arena über Steam. Nein, nicht über Steam. Uff, werde ich mir die leisten können. Boah, weiß ich nicht. Ist das eine gute Karte? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich will ich Gothmog. Gothmog! Frage ist, wie sieht's aus mit Angriffen? Wie sieht's aus mit Angriffen? Gibt's auch auf Steam? Okay, gut zu wissen. Gibt's auch auf Steam. Okay, alles klar. Dann nehme ich alles zurück. Dann bin ich nicht up to date. Immer die Frage, ne? Wie geht man um mit Gollum? Aber ich glaube, so ist es okay, dass er auch nicht angreifen kann. Also, dass man nicht einfach 3 gegen 3 Schaden tradet, sondern man noch sagt, okay, ich mache ihm Schaden und dafür könnte ich ihn auch totblocken. Was ist dein Lieblingsessen? Löwenanteil. Die vielen verschiedenen Sorten und Eintöpfe sind einfach mein Lieblingsessen, weil man sie jederzeit einfach zubereiten kann.
So, jetzt haben wir Gothmog. Das ist ja kein Mensch, ne? Help. Ja, Gothmog ist der Beste. Gothmog ist der krasseste. Opfere den Terrassenhang des Auenlandes. Ach, das nennt man, wenn das so Stufen sind, nennt man das Terrassenhang. Trinken Hobbits auch Alkohol eigentlich? So Wein oder so Butterbier heißt es doch. Aber ist es alkoholisch Butterbier? Oder was ist das überhaupt? Faramir. Das ist doch eine gute... Gutes Ziel für Wunde von Morgul-Messer. Ist hier irgendein Mensch? Nee, ne? Ah, Butterbier ist Harry Potter. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber gibt's im Auenland selber Alkohol oder ist es nur so eine Brie-Geschichte? Das ist ein Mensch, stimmt, das ist ein Mensch. Ja, stimmt, der beim Geburtstag, da haben die auch Alkohol, ne? Whoops, nicht durchgelesen. Zu Beginn des nächsten Endsegments jenes Spielers ziehst du eine Karte, falls er dich nicht angegriffen hat. Warte mal, der kriegt jetzt jede Runde 3 1-1er? Okay. Cool. Cool. Cool, ja, toll. Ja, aber die Wunde, die wird ihn langfristig zerstören. So, wir brauchen insgesamt 3 Mana. Ah, ich brauche eine Karte. Jetzt wird's haarig, Freunde. Trinken Elbenalkohol. Also es gibt ja diese Deleted Scenes in die 2 Türme, wo es diesen Trinkwettbewerb gibt zwischen Gimli und Legolas. Und da ist ja der Gag, dass Legolas ganz viel Alkohol verträgt und das den überhaupt nicht betrifft. Was aber eher, was er sagt, dass Elben keinen Alkohol trinken, weil er sagt da so, meine Fingerspitzen, bla, als hätte er noch nie Alkohol getrunken. Also glaube ich eher, dass das Elben keinen Alkohol trinken. Ist es so schlau, ihn zum Ringträger zu machen? Naja, gut. Ja, die müssen weggeblockt werden, ne? Sonst machen die zu viel Schaden. In der original sowjetischen Variante wird natürlich ordentlich gebechert. Genau wie in der zweiten finnischen Variante, wo auch gebechert wird. Nicht zu vergessen die dritte irische Variante, wo auch ordentlich gebechert wird. Stellt sich raus, Alkohol gehört so ziemlich zu jeder Kultur. Ah, fuck. Naja, ja, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf.
Boah, ich weiß nicht, ob ich den sumpfen soll. Soll ich den sumpfen? Da kriege ich jetzt sofort... Na, da hätte ich noch einen. Schwert geben oder sumpfen? Boah, ich glaube, ich sumpf den. Lass mich den hier nehmen. Oh, stimmt, Denethor gegen Faramir. Spannend. Tja, interessant. Wer gewinnt hier? Vater oder Sohn? Oh, der hat die coolen Länder. Oh, die will ich eigentlich auch haben. Woher, wo kriegt man die? In dem Shop oder was? Ah, das ist schon geil. Also die Wunde des Morgul-Messers, die hat schon echt auch gute Dienste geleistet. Und jetzt, wenn ich den Motor hier anschmeiße, von dem hier jede Runde irgendwas opfern, ich muss nur einmal so einen Geist machen, ist ja egal, ob der getappt ist oder nicht. Also ich glaube, ich stehe gar nicht so schlecht da. Ich spiele Sealed gerade, also Limited, ja. Was? Doppelfahrer mir? Okay, da hört's auf. Das ist mir zu albern. Ja, Leute, wenn ich sowas spielen will, spiele ich Yu-Gi-Oh! Nee, das ist... Also, sorry, das hat mit Herr der Ringe nichts mehr zu tun. J.R.R.R.R.R.R. Tolkien würde sich im Grab umdrehen, wenn er hier sehen würde. Erstmal, dass Faramir aussieht wie Tom Wormsgans. Und außerdem, dass er doppelt da ist. Also, jetzt wird's albern. Jetzt wird's lächerlich. Das hat nichts mehr mit Herr der Ringe zu tun, wie es von dem Linguistikprofessor aus Oxford, J.R.R. Tolkien, erdacht, geschrieben und... Ach, ich brauche eine legendäre Kreatur, die habe ich nicht, habe ich nicht. Ich brauche eine legendäre Kreatur, die habe ich nicht. Ja, noch mal ein bisschen Mana, oder? Passt schon. Meine einzige Hoffnung ist, dass der das noch weitere 4 Züge einfach aushält. Abo Lutzer, vielen Dank für den Prime-Sub. Schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen. Der zieht's durch mit Faramir. So, wie viel Schaden machen wir? 0 plus 1 plus 1 plus 1 plus 3. 0! Oh ja, hallo, hallo. Okay, okay. Aber um ehrlich zu sein, finde ich den gar nicht so gut in der Situation. Ich nehme lieber die Tuck. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt was blocken... Counterspell! Ich hab Counterspell! Ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt was blocken mit der Mäherin der Tuck, sollen wir dann unzerstörbar oder vielleicht sogar Lifelink aktivieren? Dann kriegen wir nämlich Lebenspunkte. So, jetzt nochmal zwei. So, jetzt, wie oft? Kriegen wir nochmal zwei Schaden? Oh shit, ist das letal? Nice! Okay, ab jetzt sind wir im Lethal-Bereich, wenn ich es irgendwie schaffe, König der Eidbrecher auszuspielen. Nein, jetzt opfert er ihn. Okay, okay, alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. Oh, wie dumm ist es jetzt, Ork-Medizin einzusetzen für eine Armee, nur um Gollum zu töten. Dann hat er 4 Ringe auf den, den kann ich nicht mehr blocken und ich krieg jedes Mal 3 Schaden.
Oder ich mache Ork-Medizin, um den Ringträger zu töten. Ich glaube, ich muss das machen. Komm, Mo, das ist nicht dein Ernst. So, lieber Chat. Was ist jetzt gerade passiert? Was ist jetzt gerade passiert? Kann mir jemand sagen, was hier gerade passiert ist? Ah, Pipeman weiß es. Guter alter Fizzle. So, diese Karte hat nämlich zwei Effekte. Erstens, du kannst einer Kreatur Lebensverknüpfung oder Unzerstörbarkeit geben. Der zweite Effekt ist Ork Aufmarsch 2. Meine Idee war, ich wende diese Karte auf meine Kreatur an. Nicht um einen Effekt zu bekommen, weil sie ist ja getappt, sie kann ihn nicht blocken, sondern für Ork Aufmarsch 1, damit die den Ringträger blocken kann oder Gollum, je nachdem. Aber... hier heißt es eine Kreatur deiner Wahl. Das heißt, deiner Wahl ist immer das Zeichen für Magic Terminus, für hier ist ein Ziel im Spiel. Eine Kreatur wird Ziel des Zaubers. Jetzt geht der Zauber auf den Stack, wenn man ihn ausspielt. Jetzt reagiert mein Gegner mit einem Isildurs schicksalhafter Hieb, zerstört meine Kreatur. Jetzt wird also meine Kreatur zerstört, bevor dieser Zauber resolved. In dem Moment, in dem der Zauber resolved, hat dieser Zauber kein gültiges Ziel mehr, weil die Zielkreatur bereits zerstört wurde. Und das heißt in Magic-Terminologie Fizzle und bedeutet, dass dieser Zauber überhaupt nicht in Kraft tritt. Auch nicht der Ork auf Marsch 1 Teil, der gar nichts mit der Kreatur zu tun hat. Was wäre also schlauer gewesen? Schlauer wäre es zum Beispiel gewesen, diesen Zauber einfach auf eine gegnerische Kreatur zu wirken. Dann hätte eine gegnerische Kreatur Unzerstörbarkeit bekommen, würde keinen Unterschied machen. Die Frage ist dann, hätte mein Gegner dann diese, seine eigene Kreatur zerstört, damit der Zauber fizzelt, damit ich keinen Ork auf Marsch Spielstein-Token bekomme? Niemand weiß es, aber so oder so ist diese Karte gefizzelt. Vielen Dank für meinen Vortrag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bei Fragen bitte melden Sie sich telefonisch unter 0800 Fizzle. Tja, so funktioniert Magic. Magic funktioniert auch so, dass man Spiele verliert und sich schlecht fühlt. Also, wir stehen im Rücken zur Wand, lieber Chat. Wir haben nur noch eine Niederlage. Wir haben nur noch eine Niederlage. Wenn wir hier verlieren, dann war's das für uns. Dann ist Denethor besiegt. Dann ist Denethor besiegt. Die Frage ist das ein Happy End? Oder ein Sad End? Bad End. Das ist das Gegenteil von Happy End. Ray Loken. Oh, ich mag Leute nicht mit unaussprechbaren Namen. Die sind immer stark. Okay, wir haben eine legendäre Kreatur. Das ist gut für Minas Tirith. So, was ist jetzt wichtiger? Minas Tirith rauszukriegen oder Schildknappe des Königs rauszukriegen? Stich des Hobbits. Ist natürlich gut, da schon eine Kreatur zu haben. Nice. So, jetzt würde ich tatsächlich Minas Tirith ausspielen. Okay, wir haben zwei, vielleicht unsere besten Karten im Deck, haben wir beide dabei. Das ist schon mal super. Zeuge, ein Mana, spontan Zauberhexerei und Mill. Okay. Den Ring anstecken. Ist es jetzt schlau zu sumpfen, ist die Frage. Sumpfen würde uns auf jeden Fall ermöglichen, im nächsten Zug auf jeden Fall eine unserer starken Kreaturen zu spielen. Und das würde ich auch genau so machen.
Der Blau hat halt Counterspells, ne? Das heißt, er könnte den countern. Das ist natürlich eine gute Möglichkeit, den loszuwerden. Aber, nein, er gibt seinen Mana aus. Da kann ich nichts dagegen machen. Will ich auch gar nicht. Will ich auch gar nichts dagegen machen. Mir egal. Mir egal. Oder ich schicke ihn ins Exil, damit er nicht... Nee, das ist ja mega dumm. Weil dann kriegt er den ETB-Trigger nochmal. Vergesst es. Vergesst es. Die Magnet. Ja, oder Gothmog. Gothmog kann den blocken. König der Eidbrecher nicht. Dementsprechend Gothmog. Ein Blau-Schwarz hat viele Antworten auf sowas. Auf die Hand zurückschicken. Ich dachte immer, Magic wäre eine eigene Welt. Es gibt eine eigene Magic-Welt, aber es gibt auch manchmal solche Crossover-Events, die dann in solchen Nicht-Standard-Sets in andere Welten abtauchen. Falls eine legendäre Kreatur. Also für 3 Mana kann ich alle verstärken. Nazgul ist der Ringträger. Tappe eine Karte. Okay. Okay, die Luft gehört mir. Gehe eine Kreaturenkarte deiner Wahl auf deine Hand zurück. Ah, die du besitzt, heißt's auch. Geht überhaupt nicht. Fünf Mana. Das Tier ist natürlich das perfekte Ziel, um es mit dem Ringträger abzuwerfen. Weil es ist eine legendäre Karte und man kann nicht zweimal dieselbe legendäre Karte haben, weil ich schon Minas Tirith ausgespielt habe. Deswegen könnte ich die wunderbar abwerfen. Frage ist, wie gewinne ich dieses Spiel? Weil ich komme nicht gegen seinen Vogel an. Aber ist nicht ganz richtig. Ich habe ja immer noch den Knappen, um im Notfall den Vogel aufzupumpen. Für 3 Mana plus 1 plus 1. Exil und bringe sie zurück. Ja, das will er mit seinem Nazgul machen. Was? Die verzauberte Kreatur hat, falls diese Kreatur während deines Etappsegments enttappen würde, entferne stattdessen eine 1-1 von ihr. Was? Bestimme Blocker. Unbedingt. Okay, jetzt haben wir 6 Mana.
Das heißt, wir können den Effekt nur einmal aktivieren. Macht er das? Ah, unangenehm. Sowas passiert mir auch ständig. Ja, ist doch okay, ist doch okay. Wer ist denn ein guter Ringträger? Eigentlich auch der König, ne? Was ist deine Lieblingspizza? Bin schon immer ein Fan gewesen von Regina. Oh nein, Denethor! Also Schinkenfungi. Ich habe in letzter Zeit mal. Ich habe ein bisschen selber experimentiert mit Pizza backen. Da muss man natürlich als Pizza-Novize ganz unten anfangen und erstmal mit Margarita hantieren. Nicht, dass es jetzt unten Margarita irgendwie schlecht ist, überhaupt nicht. Aber man muss erstmal die Basics kennenlernen. Ich habe 6 Mana und ich kann 3 ausgeben. Aber eigentlich ist gerade alles gut. Ich muss nur den Status Quo bewahren. Schwierigste ist nicht mal der Teig, sondern eine gute Tomatensauce. Nicht die Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber ich bin auch beim Teig gerade. Es ist... mild, 3 Karten. Tomatensauce musst du halt einfach lange suchen, dass du richtig gute Dosentomaten findest. Guck mal, jetzt wird der geblockt von jemandem, der genauso viel Stärke hat wie er. Und nach dem Block... Warte mal, stopp. Ich kann jetzt noch aktivieren, ne? Genau, und jetzt blockt er, obwohl der eigentlich gar nicht blocken dürfte mit 4. Und jetzt ist die Frage, ob ich ihn mit Ork-Medizin rette oder nicht. Okay, in Ordnung. Passt. Nicht der schlechteste Trade in meinem Leben. So. Was passiert jetzt? Wir haben 1, 2, wir haben 6 Mana. Das heißt, wir können Gollum ausspielen. Effektiv. Ne? Ne, dafür fehlt uns ein schwarzes Mana. Warum willst du das mit so viel weißem Mana zahlen, Kollege? Mios. Spiel den Sumpf noch aus? Nee, ich glaube eher nicht. Aber jetzt haben wir auch eine gute Chance, mit Gollum den Ringträger Doppelbonus zu haben. Was für ein Käse. Also
ist da, möchtest du jetzt ernsthaft über den Belag von Pizzen reden oder möchtest du meinen Spielstil kommentieren, wenn du schreibst, was für ein Käse? Also wollen wir jetzt eine ernsthafte Diskussion führen über Käse oder willst du mich beleidigen? Paddeblock. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen mal sortieren hier. Also, wir können theoretisch den gleichen Trick nochmal machen. Angreifen, blocken, buffen und unzerstörbar machen. Dann, aber andererseits, was ist, wenn er einfach uns durchlässt und angreift? Dann mache ich 3 Schaden, er macht 6 Schaden. Weil wir müssten immer 5 Mana aufheben. Ja, vielleicht müssen wir auch einfach immer 5 Mana aufheben. What the fuck? Wie konnte ich mich denn da verzählen? Ja, wie dumm. Das ist dumm. Das ist richtig dumm, was ich mache. Fehlt ein Mana. Ich bin dumm. Ich habe mich verzählt. Fuck. Ich habe mich verzählt. Aber kriegen wir das schon hin. Random Turkey. Vielen Dank für den Sub. Dankeschön. Ich glaube, dieses Spiel entgleitet uns jetzt gerade. Karte leider nicht. Die verzauberte Kreatur hat, falls diese Kreatur während deines Entapp-Segments enttappen würde, entferne stattdessen eine 1/1-Marke von ihr. Falls du dies tust, enttappe sie. Andernfalls nicht. Also man kann sie befreien, indem man ihr eine 1/1-Marke gibt. Das ist die Idee. Kann ich jetzt den kleinen Geist zum Ringträger machen? Nee, den kriege ich ja erst, wenn er wieder zurückkommt, ne? Nee, der ist auch gefisselt. Der Ring für dich in Versuchung ist auch gefisselt. Weil er kein gültiges Ziel mehr hatte. Ach, fuck, ey. Shit. Ich dachte, verdammt nochmal, ey. Dieses fucking Fisseln. Kein Mensch versteht das. So, jetzt aber. Jetzt geht's. Jetzt kriegen wir den durch, den Jungen. So, jetzt haben wir 2 Mana übrig für Ork-Medizin. Meine Güte, ey. Sonst wäre es zu gut für die Armee-Tokens. Ich verstehe, ja.
Das ist jetzt deine Idee, mich zu millen? Ja, ist eine gute Idee. Das hätte ich nicht gedacht. Weil er weiß ja, dass ich ein Ork-Medizin auf der Hand habe. Ja, ja, ihr versteht. Ist nicht ganz so leicht mit dem Typen. Ist auch für mich schwer. Ja, fuck, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Okay, pass auf. Alter, das war dumm. Nee, what? Ich hab mich völlig verzählt. Ah, nee, nee, doch, doch, doch. Genau. So. Jetzt. Genau, jetzt habe ich einen fliegenden Ringträger. So. Das heißt, ich kann jetzt... angreifen. So, und jetzt pass auf. Jetzt kommt der Megazug. Jetzt im nächsten Zug kämpfen die beiden. Und dann hole ich ihn mit Samwise zurück. Und dann ist mein Flieger auch ein starker Ringträger. Das wird ein guter Zug. Das wird ein guter, starker, kräftiger Kraftzug. Das wird ein richtig kräftiger Kraftzug. Jetzt Achtung, Freunde, jetzt wird's wild. Jetzt wird's wild. Die Frage ist nur, würde ich seine Patrouille blocken? Mit meinen Osgiliaths. Ich glaube fast nicht. Weil die ab dem nächsten Zug stärker sind. Oh, jetzt will er mich totmillen. Yes, er greift an. Ich lasse die Patrouille durch. Ich lasse die Patrouille durch. Nice. Der Geist kriegt das Schwert? Schon, oder?
Die Frage ist, ob das so schlau ist, überhaupt noch Karten ziehen zu wollen jetzt, ne? Auf der anderen Seite, ich versuche im nächsten Zug mit allem anzugreifen. Wie viel Schaden haben wir sicher? 6 Schaden haben wir sicher. Dann müssen wir nur noch 3 Schaden machen mit dem Rest. Nee, wir haben ja so viele Flieger. Okay, ich habe noch 6 Karten. Oh shit, vielleicht sterbe ich, wenn ich mit dem Ringträger angreife. Dann muss ich das Schwert umrüsten, damit ich keine Karte ziehe und das Spiel verliere, wenn ich kein Deck mehr habe. Mit 3 Karten, das reicht, das reicht. Fuck it, mir egal. Mir egal, mach was du willst. Ja, ist mir egal. Ich glaube, das sieht gut aus. Ich glaube, das sieht richtig gut aus. Er hat keine Karten mehr. Er greift nicht an! Ich greife mit allem an. Yes! Yes! Puh! Okay, 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 okay. Das war nicht zu jedem Zeitpunkt des Spiels so klar, dass das so läuft, aber geil. Puh! Leute, jetzt kommt das definitiv letzte Spiel dieses Decks, dieses Drafts. Die Frage ist nur, gehen wir heute mit einem Homerun feierlich erhobenen Hauptes gekrönt vom Platz? Oder werden wir für immer als derjenige bekannt werden, der kurz vorm Ziel dann doch noch gestolpert ist? Könnte ein Homerun werden oder die klassische 6-3-Niederlage. Leute, come on, los geht's, los geht's! Das ist mein Deck, ich fühle es, ich fühle es, ich fühle das Deck, ich fühle das Deck. Ich glaube, ich habe jetzt wirklich alles rausgeholt, was man aus diesem Deck rausholen kann. Außer diese Denethor-Mühle würde ich gerne noch aktivieren. Ja, die habe ich noch nie hingekriegt, wirklich. Blood and Thunder wird unser letzter Gegner heißen. Okay, das ist doch schon mal ein ordentlicher Anfang. Ja. Ja. Habe ich. Oh, da sind Würstchen. Die Würstchen kann man nicht essen. Butter auch nicht. So, Mähren. Eigentlich wäre Gollum besser gewesen, aber ich habe ihn zu spät gesehen, aber ist okay. Das wird jetzt hier kein Spiel der feinen Details sein. Wohl eher Nazgul, oder? Ey, lass uns Gollum nehmen. Ich hoffe, er hat jetzt Angst, dass ich einen Combat-Trick habe. Und blockt nicht. Fuck. Shit. Vor allem, ich habe gerade gemerkt, dass ich ihn mit Gollum ja gar nicht blocken kann, weil er selber der Ringträger ist. Okay, es läuft, es fängt nicht gut an. Es fängt wirklich nicht gut an. Aber mit Denethor kriege ich noch einen 1-1-Ling jetzt. Das war alles geplant. Das war alles geplant. Das war alles geplant. Das war alles geplant. Das war genau so gedacht.
falls in diesem Zug eine Kreatur unter deiner Kontrolle. Ah, geil, immer wenn man Mana hat, kann man den dann also auch wegblocken in dem Kampf. Also opfern, bevor der Kampf stattfindet. Ey, Denethor, also ich weiß ja nicht. Das ist kein Spontanzauber, ne? Ja gut, er wird vielleicht nur mit seiner Armee angreifen. Aber selbst wenn, lasse ich einen Schaden durch, kein Problem. Au, ich rieche Luz. Warum denn so negativ, mein Lieber? Warum denn so negativ? Gerne. Ja, das hatten wir bereits. Shit. Ein Land und alles ist drin. Nice. Sehr schön. Damit halten wir alles auf. Ja, finde ich gar nicht so schlecht, Gollum als Angreifer. Sehr schön. Ja, wir können gut mit Gollum angreifen. Jetzt ist das auch ein 3-4er. Den dritten Effekt finde ich echt mittelmäßig. Ich glaube, den habe ich noch nie erlebt, dass der relevant wird. Weil du kämpfst ja erstmal nur gegen Kreaturen, die schwächer sind als du. Automatisch als Ringträger. Die dann opfern zu müssen? Hobbit-Stich? Was ist hier passiert? Warum ist der nicht gestorben? Ah, der war nicht mehr Death Touch. Der hatte keinen Death Touch mehr. Und dadurch hat er den Death Touch aufgelöst. Sehr cooler Zug. So, jetzt haben wir aber 5 Mana. Sehr, sehr cooler Zug mit diesem Lost in... Verschollen in der Legende. Geiler Spontanzauber. Nee. Morgen kommt Official WoW Classic Hardcore PTR raus. Wirklich?
Okay, wusste ich nicht. Sehr cool. Den PTR werde ich nicht spielen, aber ich glaube, so die Server werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Wenn die live sind. Cool, danke für den Hinweis. Habe ich gar nicht mitbekommen. Aber jetzt war es das, glaube ich. Gegen den Baum wird es sehr, 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 sehr schwierig. Fuck. Er hat das gleiche Deck wie ich, nur besser. Mit diesem verdammten Baum. Ah, shit. Ja, cool. Und also gibt's da... Kann man davon schon irgendwie auf Release schließen? Wie lang ist sowas normalerweise im PTR? Also ist natürlich jetzt alles Spekulation, wild und unwissenschaftlich. Ich habe in einem Monat Urlaub. Geht da noch was davor oder einfach danach? Oder werde ich danach einfach richtig einfach mein Leben wegschmeißen? Bitte, bitte, bitte. Das war's dann, oder? Das war's leider, glaube ich. Ward 1. Habe ich noch genau ein Mana. Das war's. Wie unpassend. Was meinst du, wie unpassend? Oh, sehr schöner Zug. Ach, Leute. Ich war so kurz davor, der erste Homerun des Sets. Aber am Ende des Tages stellt sich raus, Denethor und seine bösen Gefolgsleute können nicht gewinnen. Okay, gut, der andere hat auch Denethor gespielt. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwer, da in die Interpretation zu gehen. Aber, Leute, ich konnte euch heute noch nicht servieren, wonach ihr lechzt. Nur ein 6-3er ist es heute geworden. Glaubt mir, egal wie enttäuscht ihr seid, ich bin noch enttäuschter von mir selbst. Egal, wie sehr ihr mich verachtet für dieses Straucheln, ich werde mich immer mehr verachten. Oh, die Waldläufer, die waren cool. Mit niedrigerer Stärke. Das heißt, wenn ich jetzt den Baum von Gondor hab, kann ich dann auch eine Kreatur mit Stärke 4 übernehmen oder wird das erst danach drauf gezählt? Zählt für ETB schon die Effekte von so diesen Continuous Effects? Oder wie läuft das? Also der Baum von Gondor sagt, alle Kreaturen kriegen +1/+1. Weil ich frage mich bei solchen Karten immer, warum steht da nicht einfach mit Stärke kleiner 3? Sondern Stärke, also wie kann man die Stärke denn verändern? Aber anscheinend dürfte klappen. Ja, interessant. Glorfindel, nie gesehen, obwohl er nur common ist. Der Ankommen. Orkbogenschütze. Sag mal, wie funktioniert eigentlich diese Karte? Baum sollte helfen, triggert erst, wenn die Kreatur auf dem Feld liegt. Ja gut, das heißt halt, wenn sie ins Spiel kommt. Das heißt, für mich klingt kommt noch nicht so, als wäre sie da. Das heißt ja nicht, sobald die Kreatur im Spiel... Oder wie heißt es genau? Sobald die Kreatur im Spiel ist oder wenn sie... Hier. Wenn er ins Spiel kommt. Ja. Das finde ich nicht ganz, ganz eindeutig formuliert, aber du hast wahrscheinlich recht. Dass er ins Spiel... Sobald er eine Kreatur ist... Na, man könnte argumentieren, na, obwohl. Ich habe gerade überlegt, weil es ist ja, du hast erst die Karte, dann den Zauber, dann die Kreatur. Und der Zauber heißt ja auch Nazgul, ne? Könnte vielleicht argumentieren,
Nazgul ist die der Name der Kreatur und in dem Moment wird die ja erst zu einer Kreatur, wenn sie auf dem Spielfeld liegt. Davor ist sie ein Zauber, aber der Zauber heißt ja auch Nazgul, ne? Alles nicht so ganz klar. Aber Continuous Effects und ETB-Trigger sind wahrscheinlich ein Thema, mit dem wir uns zeitnah auch beschäftigen müssen. Das ist klar. Aber da werden wir uns dann drum kümmern, wenn es soweit ist. Ja, ich werde jetzt eine kleine Pause machen zu Abendessen. Dann sehen wir uns später, vielleicht so in einer halben Stunde oder sowas. In der Zwischenzeit kann es für euch direkt nahtlos weitergehen mit Magic Herr der Ringe, denn ich schicke euch mal rüber zu Mara, die auch gerade das Set spielt, die gerade so ein bisschen einsteigt in Magic. Von daher viel Spaß dabei. Entspannt euch ein bisschen mit dem Backseat Gaming. Lasst ihr ihren Spaß. Und ansonsten viel Spaß dabei, wenn ich das hinkriege mit dem Raid. Ja, klappt. Haut rein, wir sehen uns später noch für Dota. Ansonsten für alle Magic-Fans viel Spaß bei Mara. Und habt noch einen schönen Abend. Macht's gut, bis dann. Ciao.